Ja, was ist jetzt momentan los? Letzte Woche gab es keine Shitmon League. Da ist natürlich jetzt die gesamte Internet-Community in Aufruhr, gar keine Frage. Tut mir auch so ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt ein bisschen dazu zu sprechen kommen, warum jetzt letzte Woche keine Shitmon League kam. Ich möchte es ungerne zugeben, da ich das nicht gerne über mich selber sage, aber das war mein eigener Fehler. Ich habe wirklich eine sehr dumme Aktion getätigt und diese Aktion war halt, also sind wir mal ganz ehrlich, jetzt fahre ich komplett aus meiner Haut, Alter. Jetzt könnte ich wieder komplett austicken hier, ohne Scheiß jetzt. Das ist wieder so klar, dass mir das widerfährt. Ich bin ja wirklich jemand, ich bin ultra faul, meinen PC auszusortieren. Ich denke, das kennen viele von euch. Ja, mein Desktop ist voll gemüllt mit Scheiße, die ich nicht mehr benutze. Ich bin aber viel zu faul, um das alles auszusortieren, Sachen zu löschen, die ich nicht mehr brauche. Und ich kann euch versprechen, das sieht in meinem Aufnahmeordner ganz, also wirklich überhaupt nicht anders aus. Das ist genauso, das ist ganz genau so, dass alles voll gemüllt ist mit Aufnahmen von vor 2 Jahren manchmal ja sogar, die ich bis heute nicht gelöscht habe. Und das müllt mein PC unnötig zu. Einfach weil ich viel zu faul bin, um das Ganze halt irgendwie da wegzuräumen. So, und dann habe ich mir einfach mal gedacht, dann habe ich mir den Entschluss gefasst, letzte Woche jetzt einfach so, komm, weißt du was, ich mache jetzt etwas, was ich seit 3 Jahren oder so nicht mehr getan habe. Ich räume meinen PC so ein bisschen aus. Ich bin sogar in meinem Kopf gegangen. Ich habe wirklich alles ein bisschen aussortiert. Ich habe meinen Desktop ein bisschen aufgeräumt. Ich habe ein paar Bilder weggeräumt. Ich habe was auf meine externe Festplatte gezogen, sodass die nicht mehr auf meinem PC sind. Spiele deinstalliert, die ich nicht mehr spiele, sowas halt eben. Und unter anderem habe ich mir auch meinen Videoordner angeschaut. Und ihr könnt jetzt dreimal raten, was passiert ist. Ich habe 50 Mal oder so überlegt, ich so, sag mal, sind da noch irgendwelche Videos drin, die ich noch nicht hochgeladen habe, die ich noch brauche? Nee, nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Kann ja nicht sein. Vor allem, die sind ja alle nicht beschriftet von mir, sondern weil das ja so blöde OBS-Aufnahmen sind, steht da die ganze Zeit drauf, ja, 26.02.2020 um 16:58, 67 Sekunden. Ja, und dann sehe ich ja auch nicht, was das für ein Video ist und so. Ich sehe halt nur diese Information. Klar, ich hätte in jedes einzelne Video reinklicken können, aber ich war mir zu 100% sicher, ich habe alles hochgeladen und ich kann da die Sachen halt eben rauslöschen. Ja, Arschlecken, ganz ehrlich. Wie gesagt, Leute kriegen jetzt einen Jackpot, was weiß ich, wenn ihr richtig geraten habt. Genau, ich habe die Aufnahme des Kampfes einfach gelöscht. Der Kampf ging irgendwie 30 Minuten, klar, 30 Minuten Kampf, ja, so weit kommt es noch. Der Kampf ging irgendwie 50 Minuten oder so. Und am Ende das Ergebnis, ja, mein Gott, ich gebe kurz ja drauf, Spielplan, also wenn er das mal starten möchte, hier, man sieht es halt eben, ja gut, wir haben halt 3:0 verloren, meine Güte, vielleicht kann das auch ein Grund sein, warum ich das nicht hochgeladen habe, aber glaubt mir ruhig die Geschichte, die ich euch jetzt gerade erzählt habe, weil die ist eigentlich auch so passiert. Ich habe Flashy Sturm geschrieben, habe ihm so gesagt gehabt, so, das ist jetzt nicht passiert, scheiße nochmal eins und was weiß ich nicht was, weil das halt schon extrem scheiße ist und so, und Flashy direkt nur so, weißt du, Flashy in seinem Trunk war er dann da so, ey, Bruder, alles cool. Ja, und also, ich meine, klar, er hat mich mega beruhigt und Küsschen aufs Nüsschen, Brüderchen, dass er mich halt eben so beruhigt hat und auch gesagt hat, hey, das kann jedem mal passieren und so weiter, aber ich war so auf 180. Ja, und deswegen kam halt eben nicht der Spieltag jetzt letzte Woche. Tut mir leid, ich kann euch aber etwas zeigen, was ich euch auch gerne zeigen möchte, und zwar ist es halt eben das Teambuilding, wo ich so ein bisschen über das Team gegangen bin, denn das habe ich aufgenommen, bevor ich halt eben natürlich dann den Kampf so machen wollte. Dementsprechend, ne, wie gesagt, ich kann euch das jetzt mal eben zeigen. Hier, bitteschön, das hier ist jetzt also das Teambuilding, das sozusagen vom verschollenen Spieltag Nummer 5 da. Also viel Spaß dabei. Eieieiei. Wir haben erstmal begonnen mit einem 15:0-Sieg, ne? Da dachten wir halt eben so, boah, okay, ne? Alle Maße, alle Leuchten stehen auf grün. Wir können in der Shipmon League jetzt mal so richtig durchfliegen und so. Kam der nächste Spieltag direkt erstmal 2:0 verloren. War natürlich doof, aber auch gegen den Gegner, wo man sich hat schon sagen lassen, ja, der kann ein bisschen was, der kann auch hier und da mal die PQ-Formel. Und danach kam halt jemand, ja, da haben wir auch verloren. 1:0, um genau zu sein. Jetzt sind wir hier, Spieltag Nummer 4 mittlerweile. Das ist ja auch Shitmon League Season 4. Mal gucken, ob jetzt vielleicht die 4 unsere Lucky Number ist. Und also mit wir meine ich natürlich immer Flashy und meine Wenigkeit. Jetzt müssen wir gegen, das habe ich schon wieder vergessen, gegen wen müssen wir denn nochmal? Gegen zwei sind es nämlich diesmal, gegen die wir halt eben ran müssen. Genau, das ist einmal Schuhlecker und Karma. Hier seht ihr ihr Team, ne, mit Zaplarang, Fletiamo, Kamalm, Traunmagil, Regice, Grillcheetah, Flunkiefer, Kotomi, Galageradax, Mediras, Kramux und Burmadame Boden. Ja, ist natürlich auch mal wieder ein Team. Da musst du auch ein bisschen Angst haben. Finde das Team sogar tatsächlich echt ziemlich gut. So langsam sind wir halt eben so auf einem Niederlagentrip und so, wo ich auch mal so ein bisschen bescheiden werden kann, wo ich auch mal ein bisschen andere Leute loben kann für deren Teams, wo ich nicht mehr so unfassbar arrogant sein muss. Wenn ihr wirklich kurz davor seid, abgeschoben zu werden, auf die Schattenseite des Mondes und so weiter und ihr immer noch nicht unseren Kader kennt, habt ihr hier unseren Kader. Ne, Flash und Decentibi, wer das überliest hier und so weiter, dem ist auch nicht mehr weiter zu helfen, den sollte ich vielleicht meine Brille borgen. Und ja, wie gesagt, momentan zwei Niederlagen hintereinander verloren. Also das haben Niederlagen so an sich, dass man die verloren hat. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wir wollen wieder raus aus der Krise.
Klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Bundesliga-Auftakt, ne? Klingt auch gerade so ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine Bundesliga-Saison für Paderborn oder so. Ja, wir sind jetzt leider in einer Niederlagenserie von 20 Spieltagen und jetzt überlegen wir uns halt eben mal, jetzt wo es zum Ende der Bundesliga hingeht, auch mal irgendwie ein Unentschieden vielleicht zu holen. 0 Punkte sehen nicht so schön aus in der Tabelle. Nee, aber ja, also wir sind super reingestiegen natürlich in die Shipmon League und jetzt müssen wir halt wieder auf einen aufsteigenden Ast drauf. Das ist jetzt unser Plan natürlich und deswegen haben wir uns dazu entschieden, kommen wir eben sofort schon zum Team. Ich will auch gar nicht lang fackeln oder so, kommen wir sofort zum Team. Wir haben nämlich hier beispielsweise unseren Heatmomber wieder dabei. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, wir gehen jetzt einmal Full Attack. Also wir haben hier gar nicht so irgendwie groß rumhantiert, taktiert und was weiß ich, von wegen so, ja, einen Tank und was weiß ich. Das haben die Pokémon-Spieler vor 5 Jahren gemacht. Ja, da war dann so, ja, komm, ich brauche 5 Tanks in meinem Team und dann halt eben so der Letzte, der halt eben dann so alles aufräumt, eben ganz kurz nochmal. Das sind so die Pokémon-Spielchen gewesen von vor ein paar Jahren. Das macht heutzutage keiner mehr. Wir gehen heute auf die Hyper-Offense. Ist doch scheißegal, wenn der Gegner da irgendwie so ein super Curslax oder was weiß ich nicht was oder sowas hat, da fegen wir trotzdem durch mit unserer Hyper-Offense. Passiert hier nicht in der Shipmon League, aber ich glaube, so ungefähr das Bild ist hier verständlich. Deswegen hier Hyper-Offense, wie es auch nur geht vom Feinsten. Natürlich ist Assault Vest, seht jetzt der ein oder andere und denkt sich jetzt vielleicht so, ja, warum habt ihr denn Heatmor dann Assault Vest gegeben, um irgendwas Defensives zu pushen? Ja, ist einfach ein schönes Item für Heatmor. Passt auch ganz gut, ne? Ist eine rote Weste für ein rotes Pokémon. Also, von daher. Prio mit Sucker Punch, Knock-Off ist sowieso immer ganz schön. Die Gegner wollen ihre Items nicht verlieren. Fire Lash, super starke Attacke hier von Heatmor. Und Super Power sowieso auch ziemlich gut. Vor allem gegen unseren Gegner halt eben ist das ganz schön geil. Wie beispielsweise hier für seinen Kamalm. Also rein theoretisch für seinen Kamalm halt eben, ne? Weil so ein Kamalm nimmt das nicht gerne mit. Haben wir noch Manectric. Ein unfassbar starkes Pokémon. Denn Voltsplash ist bei dem Gegner frei. Also wirklich komplett frei. Nur Bumadame Boden würde das halt eben abfangen. Aber wenn der Gegner Bumadame Boden, meine Güte, da irgendwie gegen uns mitnimmt, diese Wurmpanade, Burmanade da, ne, ganz ehrlich, dann ist dem Gegner auch nicht mehr zu helfen, wenn er den mitnimmt. Von daher, ne, Voltsplash ist hier absolut frei. Expert Belt einfach gegeben. Wir wussten nicht mal so ganz genau, was für ein Item wir dem geben sollen. Expert Belt hat sich dann ganz gut angeschaut. Denn so Elektro- und Feuer-Kombination macht eigentlich so gut wie jedes Pokémon von ihm nass. Also nicht nass, aber bringt halt so gut wie jedes Pokémon gut um und dann Expert Belt dazu für den extra Damage. Natürlich Lightning Rod, ganz süß für beispielsweise seinen Zapplerang. Ich wechsle immer von ihr Zapplerang und sein Zapplerang und so. Ja, deutsch-native Sprache und so, ne? Das ist wieder so ein Thema. Machen wir weiter mit unserem Shiftry. Choice Scarf in dem Fall. Das heißt, du kannst auch Adamant spielen und so. Warum Choice Scarf? Das ist jetzt ganz wild, ja. Warum Choice Scarf? Das ist wirklich, das sind so ganz wilde Taktierungen und so weiter. Ganz einfach, weil wir uns dazu entschieden, nämlich, es wäre unfassbar blöd, Flitiamo nicht outspeeden zu können. Wenn da nämlich Flitiamo kommt und dann so Call Mine Boosts hin und her und so weiter, da ist Tengulis tatsächlich so der beste Stopper, wenn es darum geht. Tengulis hat da überhaupt gar keine Probleme damit. Dann kommt halt eben Knockoff von dem durch und dann ist das Flitiamo down. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, halt eben hier Choice Scarf zu geben, sodass wir Flitiamo outspeeden, aber auch natürlich geschaut, um so andere Pokémon, die dann Choice Scarf gegebenenfalls haben, laufen lassen können, irgendwie outspeeden können. Aber es ging uns primär um Flitiamo. Kamalm kann auch natürlich passieren, dass er Kamalm reinwirft oder dass die Kamalm reinwerfen unter Regen und so. Aber dann ist auch Tengulis scheißegal, weil dann, sorry, aber Kamalm hier im Regen und so weiter, das outspeedet keiner von uns leider. So, das ist einfach die wahre Realität. Vielleicht halt Manectric mit Scarf und Jolly Nature und so. Selbst dann glaube ich nicht mal, dass er outspeedet. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt auch gar nicht, ne? Wir haben jetzt hier halt Shiftry, wie gesagt, Knock-Off. Keiner will Items verlieren, ist super stark. Natürlich ein extrem heftiger Step-Move. Genauso wie Leaf Blade, Rock Slide haben wir drauf und Low Kick natürlich. Leute, dieses Shiftry, sage ich euch jetzt, wie es ist, wird im Kampf richtig Leistung erbringen. Das zeige ich euch jetzt, wie es ist. Und jetzt, weil ich das gesagt habe, wird es wahrscheinlich nicht so sein im Kampf. Ich kenne das doch schon. Haben wir Avalok dabei? Unser einziges defensives Pokémon, mehr oder minder defensives Pokémon, so richtig. Wobei, Maskering haben wir auch mehr defensiv natürlich. Also, nee, Quatsch. Haben wir überhaupt nicht. Avalok auch nicht. Avalok scheppert rein. Wisst ihr, warum wir diese physische Defensive reingedonnert haben? Natürlich nur wegen Body Press. Es gibt gar keinen Grund. Wir brauchen gar keine physische Defensive. Wir haben es nur für Body Press natürlich drin. Das ist natürlich der Grund. Avalanche dazu, starke Step-Attacke, Recover, wir wollen uns hochheilen. Crunch haben wir dabei für beispielsweise das Trauenmagil, für beispielsweise das Trauenmagil. Flitiamo ist natürlich mit dabei, aber es wird auch von Avalanche getroffen. Wir haben die Chartiberry drauf, das ist natürlich dafür da, damit wir die Rock-Attacken besser tanken können, wie beispielsweise das von Kamalm können wir dann besser tanken und dann kann halt eben das Avalok mit Body Press halt eben gegenhitten, ne? Und das wollen wir natürlich, gar keine Frage. Da haben wir Maskeregen gerade eben schon so ein bisschen angeteasert, ein bisschen gezeigt und so mit Focus Sash, ja, beispielsweise auch wieder Kamalm und so. Wir wollen halt eben Sticky Web rausbekommen, falls da wirklich so ein Regentanz-Gedöns da irgendwie gespielt wird.
Damit das Kamalm halt eben dann doch, also genau, da, ich glaube, so war das nämlich, wenn nämlich Regen steht, Kamalm draußen ist und Sticky Web abbekommt, dann ist Kamalm nicht schneller als unser Scarf Tengulis, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Verlasst euch aber nicht auf mein Gedächtnis, ich habe gerne mal Blitz-Alzheimer, man kennt es ja schon. Stuntspawn mit dabei, wir sind ganz tricky, ich weiß, ja, der ein oder andere kriegt jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Herzkasper, so, wie nennt man das nochmal, Herzflackern oder so, wenn er das hier sieht. Ja, ich weiß, ich war da jetzt auch nicht so heftig von angetan, Stuntspawn einsetzen, 75 Accuracy, das kann auch gerne mal in den Schlips führen, das wollen wir nicht unbedingt, aber es ist halt schon ziemlich cool, wenn wir seine Pokémon dann halt wirklich so krüppeln können, dass die halt unfassbar langsam werden. Das wäre absolut grandios, vor allem auch so bei Kamalm-Gedöns und so. Wie gesagt, falls wir Sticky Web nicht rausbekommen haben, aber falls wir das rausbekommen sollten, Sticky Web, selbst wenn viele Pokémon aus deren Team fliegen und so weiter, Sticky Web wichtig für die Pokémon, die nicht fliegen. Von daher U-Turn für Momentum, man kennt es ja, und Defog für unseren eigenen ja, Hazard-Schutz, auch wenn wir natürlich hier nicht die Heavy-Duty-Boots drin haben. Leider, aber mein Gott, man kann auch nicht alles haben, Alter. Sieht ja aus wie so ein Wunschkonzert. Wir sind nicht bei Wünsch dir was. Wollen schnell sein, gut was tanken eigentlich. Schaden wollen wir natürlich nicht machen, weil wir haben keinen Schaden-Move außer U-Turn, und das ist natürlich U-Turn. Da gibt es ja nicht viel zu diskutieren. Und als jetzt haben wir Sengo dabei. Wisst ihr, warum wir Sengo mitgenommen haben? Wir hatten diese fünf Pokémon hier fertig oben, ja. Und dann saßen wir da und haben uns überlegt, so, wir brauchen natürlich noch ein Pokémon. Wir brauchen ja sechs Pokémon. Mit fünf Pokémon zu einem Spieltag zu kommen, kann man auch mal überlegen in Zukunft. Kann man mal machen. Ist aber jetzt nicht etwas, wo wir sagen, das müssen wir tun. Also haben wir uns dann einfach überlegt, komm, irgendein Pokémon, was immer mitkommen kann, wirklich literally immer mitkommen kann, Sengo. So, es ist einfach Sengo. Adamant draufgeklatscht, ja, mit Toxic Boost, Toxic Orb da und so. Und dann macht sogar ein Quick Attack, Tuit KO da, das Kamalm, ist doch alles egal, Leute. Ja, und dann flügen wir halt eben so durch den Gegner. Wenn es anders nicht geht, dann muss er halt eben durch Schellen, muss er das dann halt spüren, ne? Dass er halt eben hier nichts zu suchen hat, wenn wir auf dem Platz sind. So, und dementsprechend, Sengo ist eigentlich, wie gesagt, das ist halt ein Pokémon, das kannst du immer reinwerfen, wenn du halt lustig bist. Von daher haben wir das Teil einfach mal mitgenommen. Ne? Mit den prädestinierten Attacken. Shadow Claw haben wir natürlich reingesetzt. Pass auf, da wird jetzt. Alter, Leute, da. Das ist jetzt. Das war meine Idee. Ich darf mich auch mal beneißen. Shadow Claw, falls die nämlich sowas spielen wie eine Anti-Unlichtbeere, wegen Knock-Off oder so. Die sehen dann nämlich Sengo und denken sich so: Weißt du was? Ich setze Traumagier rein. Traumagier stoppt Sengo komplett. Also haben uns, oder habe ich mir zumindest irgendwie gedacht, ja, und dann denken sie sich so, komm, setz ich halt die Anti-Unlichtbeere drauf, dann nimmt auch der Knock-Off nicht viel. Ja, Arschlecken, um daran vorbei, drum herum zu spielen, packen wir Shadowclaw rein. Und ich sag's euch, wie es ist, in dem Kampf wird's so sein, der wird diese, wie heißt die Berry nochmal? Corberberry wird der haben, ja, und dann spielen wir drum herum und der wird einen Herzkasper kriegen. Ich sag's euch, wie es ist. Hier habt ihr es zuerst gehört. Also, unser Team, jetzt gleich geht's auf zum Kampf. Drückt uns die Daumen, es wäre sehr schön, wenn wir wieder mal einen Spieltag gewinnen könnten. Falls wir den Spieltag verlieren, dann müssen wir eine Krisensitzung machen. Darauf habe ich keine Lust, weil das kostet Geld und das kostet auch meine Zeit, und Zeit ist Geld. Von daher, drückt uns die Daumen und wir geben unser Bestes. Viel Spaß. Einen Kampf werdet ihr jetzt nicht direkt sehen, das kommt erst später hier im Video, deswegen ist das Video auch so lang, denn ich habe es geschafft, den neuen Kampf aufzunehmen. Ich habe ihn jetzt separat gespeichert und ja, dieses Teambuilding-Video hier oder das, was ich euch jetzt gleich zeige, das Team, was wir zum Spieltag Nummer 5 aufgebaut haben, das nehme ich jetzt gerade auf, nachdem wir den Kampf gemacht haben. Das heißt, ich kann euch zu 100% Zuversicht sagen, dass ihr jetzt gleich den Kampf zum Spieltag Nummer 5 sehen werdet. Also, wie gesagt, ein Fauxpas meinerseits, ist halt einfach doof gelaufen. Ich habe es aber jetzt gekriegt, das wieder gerade zu biegen. Das tut mir wirklich leid, aber was willst du machen? Ist jetzt nicht wieder rückkoppelbar. Ich kann auch schon nicht mehr reden, Sprachen lernen, Bubble oder was weiß ich. Also wer da nochmal den Spieltag sehen möchte oder so, der den Kampf dort sehen möchte, der kann ja ganz einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link der Shipmon League eben draufklicken ins Dokument und kann sich Replay anschauen auf Pokémon Showdown, wer es unbedingt sehen möchte natürlich. Hier dann nochmal die Informationen raus. Also Spieltag Nummer 5 und Spieltag Nummer 5, wenn wir hier eben ganz kurz hier reinschauen, dann müssen wir gegen Kiwi und Flix halt eben rein und wir gucken ganz kurz natürlich mal wieder rein, was für ein Team die uns hier entgegenbringen wollen. Wir sehen zunächst erstmal Galar, Smogmog, Golgantis, Shadrago, Alolas, Nobilikat, Groink, Stoller, Swarones, Glaziola, Kokowai, Galarporenta, Electek und Datigne. Ach ja, Mann, das Pokémon, da brauchen wir auch nichts erzählen. Das ist halt unnötiger als unser Meditia. Also brauchen wir das, ja, brauche ich gar nicht richtig aussprechen. Also, viele interessante, auch starke Pokémon mit dabei, wie beispielsweise Galar Smogmog, das ich ziemlich interessant finde, weil ich das Pokémon noch nie in Action gesehen habe, tatsächlich. Ist ja bei mir immer so eine Sache mit dem CP, ich befasse mich damit ja gar nicht, weil, warum soll ich mich damit befassen, wenn ich schon ganz oben mitspiele?
Dementsprechend, also Galar/Smogmog sehr interessiert und so weiter. Ansonsten auch sehr viele stylische Pokémon im Team mit dabei. Und ich komme jetzt eben hier darauf zu sprechen, was Flash und ich da zusammengeschustert haben. Wir sehen zunächst einmal die wunderbare Namensgebung. Wir haben uns dazu entschieden, alle nach einer Bitch zu benennen, ganz einfach, weil wir halt Zengo hatten. Das war wieder das Pokémon von wegen so, Zengo können wir bei jedem Gegner mitnehmen. Und Zengo ist einfach eine Toxic Bitch, so, weißt du, die haut halt einfach hier Throat Chop, sehen wir das halt. Ja, weißt du, das ist halt einfach so eine, das ist halt so ein Seitengänger, weißt du, so eine Side Bitch ist das so. Ultra, weißt du, die dann immer so ultra auf Getour macht und so sagt, nee, heute nicht und so, aber am nächsten Tag auf einmal will sie bei dir. Also, nee, okay, sorry. Sowas dürfen wir in der Pokémon-Community, glaube ich, gar nicht sagen oder sowas, weil hier auch Kinder irgendwie zuhören können oder sowas, habe ich mir sagen lassen. Wobei, was, wenn du ein Kind bist, was machst du auf meinem YouTube-Kanal? Das habe ich nicht eingestellt, dass du, dass das hier für dich irgendwie geeignet ist. Na, ist ja auch egal. Das ist ja etwas, worum ich mich nicht kümmern muss. Also, wir sehen hier die coole Bitch. Das ist Aktilas. Ganz klar. Aktilas ist ein Pokémon, was wir mitnehmen müssen und mitnehmen wollen. Hier so ein ganz wilder EV-Spread. Wir wollen das Pokémon diesmal defensiver machen, aber es soll natürlich auch offensiv reinballern. Und das kann es natürlich auch ziemlich gut. Buddy Press sowieso ballert immer. Avalanche, super starke Step-Attacke, kennen wir ja auch. Wir haben hier Citrus Berry. Ich komme auch gleich dazu, warum wir nicht ein anderes Item in den Pokémon gegeben haben, aber dazu erstmal gleich mehr. Und Rapid Spin, damit wir irgendwas gegen irgendwelche Rocks oder sowas machen können. Oder zum Beispiel gegen Giftspitzen, who knows, was weiß ich, was der Flix und was sich der Kiwi da überlegt haben, die beiden. Queen of Bitch haben wir dann da. Leftovers wäre nämlich eine Idee gewesen, auch für Avalok haben wir uns aber dagegen entschieden. Die Queen of Bitch braucht das halt ein bisschen mehr. Die hat jetzt hier die Leftovers bekommen mit einer der besten HP-Aufsaugattacken überhaupt im Meta. Wir sehen hier Psychic, wir wollen halt eben ungerne, dass da dieses blöde wir wollen halt nicht, dass Allah uns entgegenkommt. Nein, wir wollen nicht, dass sich Galar/Smogmog da uns entgegenkommt. Wir wollen Galar/Smogmog bestmöglich dann natürlich wegknallen. So sehen wir dann auch nochmal so ein Shadow Ball hier gleich hinterher. Ein wunderstarkes, super starkes Step-Attacke hier vom Pelosand, was halt uns ermöglicht, das gesamte gegnerische Team gut zu erwischen, außer halt eben das Alolas Nobilikat. Aber dafür haben wir zum Beispiel auch Toxin, falls er da meint irgendwie, oder falls sie meinen, das irgendwie reinzuwerfen. Dann werfen wir halt eben Toxin irgendwie so entgegen. Das Pokémon soll auch voll physisch defensiv sein. Machen wir weiter mit unserer Gothic Bitch. Das Pokémon ist so ein Fodder für Alolas Nobilikat. Wir wollen halt Alolas Nobilikat so reinlocken, weißt du? So die Gothic Bitch, die ist jetzt nicht, die ist nicht so eine typische Gothic Bitch, die sich da so in eine Ecke irgendwie reinstellt oder so und von allen Leuten Abstand nimmt, sondern sie will das. Sie will zwar von keinem anderen irgendwie Kontakt bekommen oder in die Nähe kommen, aber wir wissen ganz genau, dass Kiwi und Flix Snobilikat, Alolas Nobilikat mitnehmen. Wir wissen das ganz genau. Es war von Anfang an ganz klar, wir brauchen irgendein Pokémon, was dieses Pokémon so ein bisschen anzieht, weißt du? Und da dachte sich Snobilikat bestimmt so, ach, guck mal, Psycho-Pokémon Gothitelle, da gehe ich mal rein und so, ja. Ganz, ganz geile Idee für uns zumindest. Weakness Policy, boosten wir uns erstmal hier hoch. Wir sehen so ein Trick Room Set mit dazu, plus Competitive. Das heißt, falls da irgendein Schnelligens gemacht wird von wegen so, haha, ich weiß, der Gegner, der wird jetzt rausswitchen gegen meine Alolas Nobilikat, ich setz mal Parting Shot ein. Ja, pff, setz dein Parting Shot doch ein, wie du möchtest. Dann kriegen wir plus 2 Special Attack und dann sagt dein Team nach einem Trick Room, ciao Bella Condella, das war's mit dir. Und deswegen haben wir auch Shadow Ball, Psychic und Energy Ball. Das reicht halt eben auch, wie gesagt, wieder um das gesamte Team vom Gegner da halt eben bestmöglich zu treffen und natürlich auch zu killen. Toxic Bitch vorhin schon so ein bisschen angesprochen gehabt. Ja, standardmäßig, ne? Was willst du da groß sagen? Also, das ist halt eben, wir haben es ein bisschen gespeedcreed auf dem Pokémon. Warte mal, wenn ich vielleicht jetzt mir hier ein Pokémon anschaue, weiß ich das. Groink? War das Groink? Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das Groink war. Boah, da fragt ihr mich jetzt gerade was. Ich glaube, Groink war das. Gespeedcreed. Ansonsten natürlich Full Offense, Leute. Quick Attack, super geile Step-Attacke. Haut sogar bei so einem Fur-Coat Alolas Nobilikat richtig rein. Fassade, Close Combat, Throat Chop über Knock-Off. Weiß ich nicht mehr zu 100%, warum wir uns dazu entschieden haben. Ich glaube, das lag eher daran, weil halt, wenn das Item weg ist, wir nicht mehr so viel Schaden machen wollen, halt eben bestmöglich an Schaden rausknallen, ne? Machen wir weiter mit unserer Queer Bitch, Masquerain, ne? Choice Scarf an der Stelle. Ist ein sehr wildes Set, muss man sagen. Ist ein bisschen wild. Wir haben uns ein bisschen Momentum geholt hier mit U-Turn, Bugbuzz, Hydro Pump. Also wirklich, da muss ich auch sagen, da ist mein Herz auch stehen geblieben, als Flash auf einmal mit dieser Idee kam. Hydro Pump, weißt du, das ist so eine Attacke, 80% Accuracy. Wir wissen alle, das ist bei 10. Aber ich habe mich ein bisschen überredet, ein bisschen, wir brauchen den Damage durch die Hydro Pump und so, deswegen hatte mich überredet, das dann doch mitzunehmen. Und Ice Beam, das ist halt, wie gesagt, auch mal wieder, das haut halt rein, auch so ein, zum Beispiel so ein Ice Beam oder sowas. Kokowai sagt da tschüss, wobei beim Bugbuzz natürlich noch ein bisschen mehr, ich bin komplett lost hier. Das Pokémon soll alles outspeeden am besten. Ich will hier nicht in irgendeine Lobby rein, wo bin ich denn jetzt gerade drauf geklickt? Rich White People E, was, wo bin ich,
Gut, das herzlich willkommen. Das ist die Pokémon Showdown Lobby. Anscheinend interessant. Und dann machen wir weiter mit unserer Dog Bitch. Einfach was Besseres hier halt eben nicht eingefallen, sind wir ganz ehrlich. Choice Packs. Warum Choice Packs? Weil Choice Packs böllert. Stellt euch jetzt mal vor, deswegen habe ich auch Switcheroo. Stellt euch folgendes Szenario vor: Der Gegner, der denkt, der ist hellschlau. Der denkt, der ist so richtig geil, weil der hat ja nur eine einzige wirkliche, so wirkliche Aufsaugung für Elektroattacken, ist halt Golgantis. Und wenn er jetzt so meint, beispielsweise so, ich bin übelst smart, übelst intelligent. Ich werfe mal Golgantis rein und wir kommen mit Switcheroo. Das Golgantis hat dann auf einmal Choice Specs. Boah, da lachen wir schelmisch darüber. Da lachen wir darüber. Deswegen haben wir das hier mit drauf. Das Pokémon Speed creept auf. Hat die Attacken Volt Switch, ne, für Momentum, Thunderbolt, um bestmöglich reinzuscheppern und Overheat, damit wir auch irgendwie jedem Pokémon Schaden machen können, wie beispielsweise auch Golgantis, ne, wenn er nämlich meint, dann auch reinzwischen zu können, machen wir immerhin einmal Overheat, um richtig Damage schon mal irgendwie auf das Golgantis rauszubekommen. Man kennt es, Leute. Das ist das Team, ihr wisst, ganz pragmatisch, ganz plump abgesprochen und so, also jetzt hier nicht irgendwie mit großen Beispielen und sowas, ne, damit wir halt eben so schnell wie möglich jetzt in den Kampf gehen können. Das heißt also, ich werfe euch jetzt in den Kampf rein, ich wünsche euch viel Spaß dabei, jetzt solltet ihr den Kampf sehen, wenn ihr keinen Kampf seht, dann, nein, ihr seht einen Kampf. Also viel Erfolg damit, viel Erfolg, viel Spaß. Ich höre einfach auf, Mann, guckt euch jetzt den Kampf an. Oh, warte, ich Der streck hat mich, Radigan nicht warte, dabei. ich streck mich. Dredigan nicht dabei, hä? Was geht denn Er hat da auch ab? Swanna nicht dabei. Oh boy, oh boy, was ist hier los? Das ist gut. Was ist hier und los? Dredigan ist der nicht dabei. Persian dabei. Das ist richtig gut. Ja, natürlich hier GLHF, HF. So. Gut, dass wir beide mal antworten. Ja. Ja, gut. Also, wie gesagt, das finde ich schon mal ganz schön. Ich finde es auch ganz interessant, dass er halt Groink mit dabei hat. Ich rieche hier den Scarf. Also, Glaciola, interessant. Ist auch noch in Ordnung. wie viel Damage machen wir mit einem Hydro-Pump auf das Golurk? Das ist natürlich ein absoluter Overkill, sage ich dir. Weißt du was? Das werde ich mal ganz kurz für dich lurken. Na, pf, okay, die 75 bis 75. 88%, meine Güte. Das wäre auf jeden Fall Lit Damage, aber der killt uns halt mit der Stoneage doppelt, ne? Ja, aber pass auf, Wenn er die überhaupt folgendes. spielt. Nee, pass auf, Wenn er die folgendes. überhaupt spielt. Nein, 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 du denkst wieder viel zu plakativ. Pass auf, folgendes wird passieren. Wir drücken Hydro Pump, er kriegt halt eben sein Damage, er drückt Stone Edge, misst aber. Geht nicht, weil er die Dingensfähigkeit Das hat. meinst du, dass er die spielt? Ja, können auch Iron Fist spielen, da hast du recht. Ja, du musst einfach mal ein bisschen believen. So, und jetzt mal wieder auf den Boden der Tatsachen, das machen wir Wie wär's nicht. mit Avalok leaden? Avalok gehen beispielsweise. Was hältst du denn Ich habe jetzt davon? Avalok gedrückt. Natürlich hast du schon ein bisschen gedrückt. Wir haben ja davor schon gesagt, dass das Ja, unser bester Lied ist. natürlich. Das stimmt schon. Aber ich finde es schön, dass der Dredigan nicht dabei hat. Ich hoffe, es stört jeden im Video, dass ich gerade einen Apfel esse. Tatsächlich ja. Weißt du warum? Also, das ist jetzt wirklich, ich kann jetzt so ein bisschen aus meinem Leben so erzählen. Wusstest du, ich habe Misophonie. Weißt du, was es ist? Raus. Misophonie ist Hass auf Geräusche. Das Hast ist du das wirklich so. wirklich? Das ist, also es ist, also Okay. ja, es ist wirklich, also es ist, also bei mir ist es bei Essgeräuschen vor allem so. Es ging sogar schon so weit, dass ich am Esstisch meine Eltern wirklich angekackt habe, dass die so laut essen, obwohl sie komplett normal essen. Weil sowas, ich kann das nicht ab, so Okay, dann. Kaugeräusch, Schmatzgeräusch und so. Nein, mach dir keine Sorgen, mach das mal ruhig. Das habe ich jetzt seit Jahren, was mich daran aufregt. Das war damals viel Krass. schlimmer. Weil Also man ich gewöhnt sich daran. An die Zuschauer gerade. Ich habe gerade einfach in seiner Anwesenheit die ganze Zeit meine Spaghetti Bolognese gegessen und er hat nichts Und gesagt. ich, warte, und wenn du zum Beispiel einen Apfel reinbeißt oder so, dann hört man dieses Krusch und so. Ich sag dir, Ja. jedes Mal, wenn ich das höre, das ist richtig, das ist so krass, wirklich, dass ich jedes Mal, wenn ich das höre, ich in meinem Kopf so ein Switch habe, der mich so ein bisschen so, weißt du, so macht, weißt du, so ein bisschen aggressiver macht. Aber ich habe dazu nichts gesagt, weil sowas will ich ja, ist ja scheiße, wenn ich sowas habe. Ich will mich daran halt eben gewöhnen, so. Ich sagte, vor ein paar Jahren Aber oder du hast sowas. ja auch nichts dafür, dass du das hast. Nee, ich weiß auch nicht, was das ist. Es ist total Dann nervig. habe ich lieber ein bisschen Rücksicht. Ach Quatsch, mach das. Wirklich, das hilft mir sogar. Weil, wie gesagt, dann komme ich damit besser klar. Weil das ist halt nervig bis zum geht nicht mehr, wenn man zum Beispiel mit Leuten unterwegs ist oder. Ja, mit irgendjemandem isst oder sowas. Das heißt, um dich herum sitzen Leute, die ganze Zeit essen und du. Ich bin daueraggressiv dann. Es geht weiter. So. Ja, guck mal. Grumpy. Grumpig, das ist doch schön, oder? Nein, wir haben Avalanche drin! Nein! Hey, das wollten wir doch machen. Das haben wir doch getestet im Aber. Custom Game. Ach ja, warte, unser Test war ja positiv, ne?
Ich bin ja schwanger, stimmt. Unser Test war ja positiv. Ach, stimmt. Ich bin ja schwanger. Wir haben ja den Test durchgeführt. Ja, ich habe jetzt gerade, genau, das habe ich jetzt gerade komplett aus dem Kopf gezogen. Ja, dann ist das ja safe. Bis zum geht nicht mehr. Also grumpig. Ich rieche hier, wie gesagt, den Scarf, weil es halt, oder er halt eben so richtig crazy ist. Haben wir ja schon drüber gesprochen gehabt. Ja, da wollen wir aber nicht drin bleiben bei einem Fokusblast, ne? Vergesst das nicht. Wenn das Teil mit einem Fokusblast ankommt und dann irgendwie, keine Ahnung, Live-Orb oder sowas. Wir können halt auch einmal erstmal einen Maskregen gucken, was passiert und U-Turn. Ja. Gucken, was passiert, genau. Wir können auch einen Goffitel. Stell dir mal vor, der setzt jetzt einmal Core Mind ein, ja? Was haben wir dann für eine Situation? Wenn er Core Mind einsetzt, dann ist immer noch die gleiche Situation eigentlich. Dann kommen wir jetzt in dieselbe Situation. Zum Beispiel gegen Goffitel hätten wir dann das Ding. Der Shadow Ball killt uns halt im Leben nicht. Die müssten, glaube ich, plus 3 gehen, der Shadow Ball. Also jetzt. Nicht mal dann killt das safe. Plus 3 müssten die gehen. Warte mal hier, plus 3. Ach stimmt, plus 3 dann nicht mal safe. Okay, habe ich natürlich gewusst. Wollte ich dir natürlich auch sagen. Ja, natürlich. Oh, warte, Breaking News. Der Streamer Ninja wurde gehackt. Aber, echt? Ja, tatsächlich. Also wirklich. Aber das ist jetzt natürlich ganz wichtig. Ja, sehr wichtig. Mitten im Kampf. Boah, Leute. Herr Newstime, die Nachricht überschlagen wird. Ja, was machen wir denn? Wir haben jetzt viele Bitches zur Auswahl. Was hältst du denn davon, was hältst du davon, wenn wir einfach mal Maskregen ausprobieren, oder? Oder meinst du, der prediktet das jetzt und... Oh, ja, oder meinst du, der prediktet das jetzt und ist dann wieder so, weißt du, weil alle Leute in der Shipmon League sind ja immer so fancy oder tun zumindest so, als wären sie fancy so, ne? Und dann kann das jetzt natürlich sein, dass er, was hat Grumpig denn überhaupt für Moves so drauf? Ja, was könnte Maskeregen denn? Ja, ich bin für Maskeregen. Ja, ich bin auch für Maskeregen. Geh einfach rein. Mach einfach Maskeregen, komm. Geh einfach rein. Was? Ja, das ist natürlich, siehst du, das... Der hat Power Jam gedrückt. Deswegen hab ich ja überlegt, so, was ist, wenn der... Oh, Mann! Ja, schon wieder einmal Pokémon weggeschmissen. Der hat mich so ein bisschen aus Apfelack aus dem letzten Spieltag, ne? Ich drück einfach Power Jam. Alles fucking up. Ja, ich wollte gerade gucken, was der für Moves drauf hat, ne? Muss ein bisschen, Geduld ist eine Tugend. Du wärst kein guter Angler. Ja, die hätten auch Fokus Blast drücken können. Wieso natürlich. Ich bin nicht einfach Focus Blast gegen Avalok. Ich hab Power gesagt, Jam, weil du hättest nicht mal! Die meinen alle, die wären mega fancy und so, ja? Das habe ich dir gerade eben erzählt. Die sind alle so, hey, ne, wir sind was Besonderes und so. Das ist nicht mehr so das, was es mal war. Ja, das Ding hat halt Fickfeld. Wir können da mit Avalok halt eh nicht drin bleiben. Nee, deswegen macht das ja auch so ultra wenig, klar. Wir könnten jetzt in Queen of Bitch gehen, wir würden einen Shadow Ball tanken, würden einen anderen Shadow Ball raushauen, das würde aber halt auch nicht die Welt machen. Wir könnten... Ja, wenn wir aber in die Gothic Bitch halt eben gehen und der knallt da uns jetzt einen Shadow Ball entgegen, schöne Weakness Policy, nehmen wir so mit. Ja. Theoretisch. Ja. Willst du Trick Room Instant setten, würde ich sagen, ne? Ja, entweder halt, doch, ich glaube Trick Room und dann einfach Shadow Ball pressen. Also, warte mal, mit Shadow Ball kann er uns nicht killen, ne? Das ist schon, nein, das ist schon klar, der macht 30, ne? Der macht mit das, Shadow Ball macht der, nee, macht ja, der ja. Maximum 43%. Ja, das ist doch eine Roll, die nehmen wir so mit. Ja. Also ja, dann haben wir das schon mal. Ja, mein Gott, wir wollten das Maskeregen sowieso nicht im Kampf haben. Wir brauchen Maskeregen gar nicht in dem Kampf. Das ist halt auch so eine Sache. Ja, das mit Maskering stinkt schon. Ich versuche das hier gerade schön zu sprechen, ja. Hör auf. Ja, man muss nicht nur immer die Finsternis in der Ferne sehen, sondern auch den Tunnel, aus dem Licht emporsteigt, ja. So. Dieses Turn One Power Gem, ey, wer das denn sowas? Ja, wie gesagt, das sind einfach, die sind alle verrückt, die Leute. Das ist nicht mehr das Pokémon, was ich mal lieben gelernt habe. Das ist irgendwie. Das ist nicht das Pokémon, was ich mal war, was? Das ist nicht das Pokémon, was ich oh, mal oh, war. Oh, süß. Here we go! Ja, süß, ne? Here we go, Alter! Here we go! Ey, so, Alter, der wird jetzt so leiden, Alter. Der wird jetzt so leiden, Junge. Der wird in 5 Sprachen schreien, ich sag's dir. Ganz kurz. Stell dir einfach nur ganz kurz vor. Die hätten den Shadow Ball mit Death Drop gekriegt. Yo, das wäre so geil geworden. Let's go. Ja, let's go, ne? Wird jetzt schneller.
Das ist schon Porno gerade. Das ist schon Porno. Wir sind ja, warte mal, wie viel haben wir? 121 Speed, ne? Das ist schon Porno. Da würde uns mit gar nichts outspeeden jetzt hier im Trick Room. Nichts, sag ich dir. Ja, was macht der jetzt? Guck mal, jetzt überlegt er nämlich. Junge, wie gesagt, Junge, ich sag dir, Alter, der ruft gerade die Polizei, Mann. Der ruft die Polizei. Der weiß überhaupt gar nicht, wie ihm geschieht. Der denkt, das ist jetzt irgendein Rechtsbruch, den wir hier begehen, Alter. Weißt du, der ist gerade kurz davor, hier mitten in einem Tatverdacht zu stehen. Deswegen ruft er jetzt sofort die Polizei. Der hat Angst. Der schwitzt also jetzt, schon. Jetzt stirbt was von ihm. Ich sag's dir, wie es ist. Der oder es kann auch sein, dass der jetzt einfach vom PC weggegangen ist oder so, weil er einfach jetzt so sagt, okay, wisst ihr was? Ich leg mich hin. So. Er legt sich jetzt einfach zu seinem Kind und weint. Er sucht no jetzt front. Aufmunterung. Nein, nee, natürlich nur no Front. Okay, sorry, bevor du das hier, Kiwi, ne? Das war wirklich nur ein dummer Joke. Ach, Kiwi, Mensch. Also gar kein böses Blut, Mann. Vorher sagen, böses Blut wollen mich hier sowieso nicht verbreiten, alles safe. Das sind einfach Emotionen, die überkochen. Ja, ganz ehrlich, wer uns beide jetzt hier noch nicht geguckt hat, hier in der Shipman League und so, der ist auch nicht mehr weiterzuhelfen. Man weiß ja schon über unsere Art Bescheid. Deswegen wollen wir so ein paar Leute einfach mal fronten hier? Was hältst du denn davon? Ja. So, hey, ohne Scheiß, ne? Ey, Keule. Nee, wie heißt Drachenkeule? Keine Ahnung, Keule. Ich will mir deinen Namen nicht mal merken. Das reicht nicht aus. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ja, Shadow Boy soll er ruhig das mal drücken. Reicht halt auch nicht komm, aus. Defense Drop. Jawoll! Jawoll! Jawoll, Alter! Hier gehen Leute down, Alter! Hier sterben wir. Der hat jetzt aber nicht irgendwie eine Prio oder sowas, ne? Die uns auf den Sack gehen kann, oder? Das ist eine gute Frage. Ich guck das lieber nach. Ja, der hat jetzt nicht irgendwie... Wir hatten schon zu viele Sucker. Warte mal, Grumpy. Ja, ja. Ach, Grumpy ist ja nicht mit dabei. Scheiße. Sucker Punch nee, kann er nicht haben. Nee, dann ist er. Hat alles. Auch kein Quick Attack. Nee, dann ist er. Hat auch kein Shadow-Dingens. Momente, in denen du den Spedef Drop nicht sehen möchtest. Mhm. Ja, kann ich ihn jetzt schreiben, ja. Get on my level, oder? Oh, das wäre böse. Ach Junge, ich... So, sind wir jetzt schon plus 6? Nee, wir sind plus 5, ne? Plus 5, oder nicht? Oder ist das... Ich weiß nicht, wie viel macht das nochmal Competitive? Nee, plus 2 macht Competitive. Plus 4. Sorry, ja klar. Man müsste an der Stelle auch der Energy Ball killen und der Energy Ball... Warte. Halt, stopp, wenn du das machst, Freundchen. Ja. Er sollte... killen, I guess. Aber warum willst du Energy Bro, Ball drücken? Das macht überhaupt nichts gegen irgendwas. Doch. Nein, bleib bei Shadow Ball. Es killt Persian Alola. Okay, na gut, okay. Falls er da jetzt hart reingehen sollte. Okay, hast recht, schön. Was er jetzt auch machen wird. Pass auf. Ja. Ah! Oh, noch besser. Ja, schön. Gib das uns ist deine... Chip Damage, den wir nehmen. Ja, gib uns deine Pokémon. Okay. Jetzt wirst du mir einfach predikten. Weiter was Energy Ball drücken, oder nicht? Ja, meine, die können halt in Weezing gehen. Aber, ja, wir haben sowieso noch ein paar. Wir haben wobei, ja paar wir haben ja so, wenn er jetzt Switch und so weiter, sind wir, also, ja, doch, wir sind safe. Mach es einfach, genau. Ja. Jo. Das, da, weil, ja, komm, was? Mensch, ganz ehrlich, okay. Das, meine Güte, jetzt kann er meinetwegen halt eben wechseln. Selbst, warte mal, wie viel kriegt Alola Persian, bitte? Selbst wenn er jetzt... Alola Persian stirbt am Energy Ball. Ja, Energy Ball, natürlich. Der würde jetzt in Weezing gehen. Der wird ja niemals, guck mal, der hat jetzt zweimal Energy Ball gesehen. Das heißt, er denkt sich jetzt, wir gehen auf Energy Ball, das heißt, wir gehen auf Psychic. You see? Geh jetzt auf Psychic. Boah, wenn er jetzt auf Alola Persian geht. Place. Wenn er jetzt auf Alola Persian geht, Alter, dann liebe ich den Call, ich beende die Aufnahme so. Und dann ist es vorbei. Dann ist echt. Alter, wenn die Leute wirklich dann auf einmal so eine Scheiße. Ja, klar, geht auf Double Protect, Alter. Wer bist du denn? Ohne Scheiß, Alter. Wenn er mit Double Protect durchgekommen wäre, ich habe schon vieles erlebt mit Double Protect. Das muss ich mir nicht gefallen lassen hier. Ja, Goffitel ist jetzt leider. Hat es jetzt nicht sonderlich weit geschafft. Wir haben ein dickes Loch im Grumpig. Ja, wir haben Glaciola weg. Wir haben Glaciola weg, was gut ist. Nase läuft. Ist auch sehr schön, gutes Zeichen immer. Ja, das war jetzt natürlich schade, dass wir es fürs Grumpig jetzt schon brauchten und so gesehen ja. Jetzt gegen Alola. Wir haben Sengu in der Hand, hallo. Also, Sengu kriegt... vom genau, Sengo kriegt seine Kills, das möchtest du sagen. Ein bisschen Positivity hier spreaden. Ja, ich wollte aber eher sagen, dass Sengo von dem gehardcountert wird, weil er Dinges hat.
wie heißt es? Dieser Dark Move, der von gegnerischen Attack immer zieht. Ich bin gerade behindert. Foulplay? Ja, genau. Ja, Foulplay, Schmaulplay. Das ist halt so, du kommst, weißt du, das kommt so ein bisschen so vor, als würdest du gerade so aus der hawaiianischen Trauminsel kommen. So, weißt du, du lebst noch momentan einfach im Paradies. So, du denkst zu viel über das nach, was der Gegner haben will, was er aber nicht haben wird. So, ne, das ist einfach das Problem an der Stelle. Ah, ja. Ja. Dementsprechend musst du ein bisschen auf die Realität wieder achten. Guck mal, Grumpig setzt dann nämlich raus und gegen Grumpig haben wir jetzt erstmal nichts. Doch, das geht. Der drückt auf Shadow Ball und dagegen haben wir Zengo. Drückt der Safe Shadow Ball, weil, also wirklich, ja. Weil er könnte jetzt auch zum Beispiel Power Jam drücken, das wird uns auch killen, locker. Wir sind auf minus 1, der könnte jetzt auf Flap Psychic drücken. Ja, aber Zengo ist nicht so viel. Ja gut, er könnte Psychic drücken, da gebe ich dir recht. Und wenn er Full Speed ist, was wollen wir dann machen? Ja, wir können auch auf Avalok gehen. Theoretisch. Aber ich denke eher, guck mal, der wird Recycle haben. Ja, gut, klar. Sind wir da auf einer Wellenlänge? Wir haben dieselbe Lambda-Einheit gerade, Wert gerade. Ja. Ja, stimmt. Physiker, man merkt's. Natürlich. Lambda über. Geil. Ja, Lambda war die Wellenlänge. Ja gut. Schon ein bisschen was her. Noch kein Physiker. Ja, ist schon ein bisschen was her. Alter, ich hatte in der Oberstufe keine Physik mehr gehabt. Das habe ich abgewählt. Und dann ist halt die 10. Klasse ist schon bei mir Jährchen, also 3 Jahre her. Hallo. Deswegen sag ich ja kein Physiker. So. Mensch, wenn du es abgewählt hast. Nee, ich muss mich jetzt mal rechtfertigen. Ja. Also Zengo wäre halt ballsy. Das können wir eigentlich nicht bringen. Avalok, wenn er halt recycelt, wäre es doof. Manectric, undamagen... Hätte ich auch nicht so Lust. Mm-mm. Aber ich glaube schon eher Lust, als irgendwas anderes anzudamagen. Ich überlege gerade, wozu brauchen wir eigentlich Pelusent in dem Match noch? Pelusent brauchen wir... Der war ja eigentlich für die physischen Dinger. Ja klar, auch für das Dredigan oder so. Ja, ich sehe Pelusent nur noch gegen... Theoretisch gegen Weezing was machen. Nee. Ja, schon. Also ja, doch, mit Psychokinese, also. Stimmt. Wir brauchen ja doch. Ja. Ja, wir können auch einfach Gothitelle erstmal down gehen lassen und Shadow Ball. Ja, was brauchen wir noch Gothitelle? Ich wollte gerade sagen, sowieso langsam das Mon und so. Und, oder wir drücken auf Trick Room. Und hoffen, dass er Recycle oder so drückt, oder? Ja, genau. Okay, tschüss. Hätten wir auch Zengo gehen können, theoretisch, ne? Stimmt natürlich. Ja, dann hätten wir auch Pelusent gehen können. Oder Pelusent, vor allem. Stimmt. Aber wozu brauchst du dann halt noch das Gothitelle? Ja, Gothitelle kann nämlich auch weggehen. Okay. Die Gothic-Bitch kann auch ruhig mal fliegen, kein Problem. So, Grumpig. Wir können ja erstmal... Was hat das Grumpig eigentlich mit dem Shadow Ball gemacht? Das war ziemlich offensiv, ne? Mhm. Shadow Ball. Also ich gehe davon aus, dass die... 43 auf Gothic. 43. Ja, die sind 2-5-2 Timid. Probably. Das heißt, sie haben Speed Invest. Ja, Manectric killt halt mit dem Volt Switch, aber gibt den halt auch einen. Aber killt halt leider nicht mit dem Overheat, ist das Ding. Das wäre auch gut gewesen. Ich gucke eben Zengo. Warte mal. Ich glaube, ohne Toxic Boost wird er das nicht nehmen. Doch. Echt? 54% macht das. Aber was macht 54? Fassade. Meinst Fassade du? Ohne Toxic Boost. Ich gucke es gerade. Ja, wir sind noch nicht schneller. Doch, natürlich sind wir schneller. Denkst du, der ist Scarf oder was? Nee, der hat doch schon Moves gewechselt. Der ist nicht Scarf. Der aber wenn... Wir sind schneller. Wenn er Fullspeed hat, hat er 284. Wir haben 268. Stimmt. Wenn er, also... Das meintest du damit. Er kann uns outspeeden. Aber gut. Ich denke nicht, dass er Fuß spielt. Weil wir können doch... Was haben wir denn am Damage gemacht? Das können wir doch nachschauen. Stimmt, wir haben den plus 2 Shadow Ball. Hat 85% gemacht, ja? Genau. Gothitelle plus 2. Plus 2. Vielleicht haben wir nochmal gemacht 85. Also irgendwas an... Ja. Irgendwas haben sie auf jeden Fall investiert. Also irgendwas Defensives haben sie investiert. Oh ja, die müssen eigentlich Max HP? Ja, die müssen Max HP sein.
Sonst können die das gar nicht, sonst können die gar nicht 85. Junge, Alter, ich möchte meine Klöten zwar jetzt gerade absolut jedem im Internet präsentieren hier und das und jetzt einfach auf die Toxic Bitch klicken und dann einfach mal Fassade drücken. Aber ja, oder Throat Chop, weil vielleicht denkt er jetzt so, yo, kein Problem, Fassade kommt und dann geht er einfach auf Go Lurk. Wie bitte? Fassade kann er ja auch nicht denken. Ach, das meinst du damit? Wenn er auf Go Lurk geht? Er wird eher mit Knockoff rechnen. Knockoff oder Throatchop. Ja. Du, ganz ehrlich, ich vertraue keinem Gegner mehr. Ohne Scheiß. Jedes Mal, wenn wir davon ausgehen, so, keine Ahnung, der denkt mit so einem Scheiß und so, dann denken sie wieder andersherum. Wenn wir jetzt sagen, der rechnet mit Knockoff, dann wird er so fokussiert sein, so scheiße Fassade kommt jetzt gleich. Throatchop killt aber gar nicht. Nicht mal zwei Throatchops? Ja, wieso macht denn Throatchop weniger als Fassade? Das macht gar keinen Sinn. Ach, warte mal, Throatchop killt das Scrum-Pick gar nicht. Ey, das macht aber keinen Sinn. Achso, weil... Wieso macht denn Throatchop weniger als Fassade? Die Fassade ist falsch. Nee, warte. Nee, weil... Bist Fassade du badly poisoned? Bist du... oder? Nein, ich hab das Status healthy. Achso. Aber Throatchop killt doch, wenn ich das hier... Oder wenn jetzt... 2, 5, 2... Ja, aber Throatchop müsste doch mehr Damage machen als die Fassade. Hä, das macht ja gar keinen Sinn. Also, Throatchop kannst du das Grumpig auf jeden Fall killen. Wenn wir jetzt auf Golurk gehen, kannst du es auch killen, wenn es nicht ein defensives Golurk ist. Throatchop, nein, also bei mir killt der Throatchop nicht. Ich habe sogar Cobra Berry da drauf. Ah, ich habe auch Cobra Berry deswegen. Ja, das sehe ich auch gerade. Cobra Berry. Deswegen, ja, okay, dann killt Fassade und Throatchop. Und ich dachte gerade, ja, was heißt Fassade? Fassade killt ja nicht. Der Typ ist ein Geist-Pokémon. Achso, ja, Golurk nicht. Nee, Golurk nicht. Nein, das meine ich ja. So, dann könnten wir jetzt auch einfach auf Throatchop beispielsweise drücken. Aber ich wie gesagt, wenn. Klar, natürlich, ich verstehe deinen Gedankengang, dass du jetzt sagst, zum Beispiel, natürlich, er rechnet jetzt mit Knockoff oder Throatchop oder sowas und deswegen geht er nicht auf Golurk, klar, aber das ist jetzt wieder so eine 50-50-Scheiße. Ich denke, der wird jetzt auf Persian Alola gehen oder drin bleiben. Und gegen Persian Alola wollen wir eigentlich den Chip-Damage haben. Natürlich wollen wir das, ja. Das ist so meine Devise. Wie viel macht Throatchop auf Persian Alola und dann Quick Attack? Weil seine Prios würden uns ja nicht killen. Gar nichts. Legit nichts. Throatchop auf Persian Alola macht ja schon null. Vor allem, wenn wir nicht Toxic Boosted sind und Quick Attack macht vielleicht 30. Ja, dann ist Toxic Boosted, ja. Ach man, es wird doch eh nicht so funktionieren, wie wir das wollen. Also ich glaube, Fassade würde am meisten Sinn machen. Ja, ich drück Fassade. Danke! Ja. Ich liebe dich. Boah, das ist so unfassbar defensiv. Aber das ist geiler, das ist halt geiler Chip. Richtiger Chip. Ja, klar. Ja, das ist richtiger Chip. So, wir haben da jetzt stehen ein Persian. Jetzt hätte ich so gern die Gothic Bitch wieder, ne? Ja. Ich liebe die Gothic Bitch. Die wäre so gut jetzt gewesen. Aber das Mädel für alle Fälle. Das ist ein Mädel für alle Fälle, also, genau. Zengos Fassade hat gerade 35 gemacht. 35, das heißt, er ist offensiv. Stimmt sogar. Offensive Furcode. Ja, Offensive Furcode, stimmt. Stimmt sogar. Jetzt würde ein Fassade killen. Foul Play würde uns aber auch killen. Ach, was mache ich denn hier? Ach nee, das ist ja. Nee. Flaul. Foul Play wird uns nicht killen. Stimmt ja, das hat ja überhaupt gar keine Wirkung. Foul Play macht 93%. Ja, klar, natürlich. Das ist Damage, Fassade, den wir nicht haben. Fassade killt an der Stelle. Mhm. Klaus Combat würde auch killen. Würde Grumpig jetzt sterben an einem Quick Attack? Ja. Tatsächlich ja. Evelak Body Pressed wäre tatsächlich. Glaube ich, das Effektivste, was wir dagegen haben. Ach, nicht Base-Set. Ist eigentlich egal. Warte mal, wenn wir jetzt... Ja, Avalok Body Press. Würde ich jetzt aber auch sagen. Und jetzt kommt halt... jetzt kommt wahrscheinlich Parting Shot oder so vielleicht, ne? Ja, ich denke auch, dass die Parting Shot drücken. Und boah, schon wieder so eine Scheiße. Weil wenn die jetzt Parting Shot drücken... Könnten wir halt eben auch einfach drin bleiben und beispielsweise Throatchop drücken, gegebenenfalls, weil er sich halt eben so denkt, okay, jetzt drückt er, also wenn er halt eben sieht, okay, wir bleiben drin, dann denkt er mit Fassade greifen wir an, damit wir ihn killen können. Ja. Dann geht er auf Golurk oder so, wir setzen halt Throatchop ein.
Aber. Ja, das ist eine schwierige Situation. Genau, aber wenn er jetzt drin bleibt und Foulplay drückt, kriegen wir unfassbaren Damage. Wir haben einen Throat Chop eingesetzt, der hat fast keinen Damage bekommen und wir haben einen Pokémon verloren. Mann, das ist doch. Ach, das geht doch jetzt schon wieder so eine, in so eine Richtung, die ich gar nicht haben will. Ja, das ist schwierig. Das sagt doch schon wieder Balls. Also sein Play ist in keiner Dimension Foulplay zu drücken. Das lost ihm, wobei er würde es probably trotzdem machen, oder? Wie viel würde denn... Aber das ist, wir müssen es so sehen. Das Ding ist komplett offensive. Ja, ja. Das heißt, es könnte auch einfach ein Nasty Plot Dark Pulse Set sein. Zum Beispiel, was logisch. Was auch Foulplay haben kann, muss man an der Stelle sagen. Natürlich. Also Hellosand können wir dann nicht reinhauen. Hellosand kriegt vom Dark Pulse alleine ja schon so viel. Was wir machen können, ich glaube... Ja, Avalok ist, glaube ich, unser Play, Alter. Ob Avalok ist unser Play. Und wenn die halt danach in irgendwas anderes gehen, ich meine, die haben eh nichts, was Avalok so hart countert. Ja, so krass countert, ja. Ja, okay, ja. Lass uns einfach Avalok gehen, komm. Lass uns einfach Avalok gehen. Machen wir es einfach, komm. U-Turn? Okay. Ja gut, Parting Shot oder U-Turn ist halt, ne? Ah, weißt du... Ja gut, Parting Shot würde uns plus 3 boosten, U-Turn nur plus 2, ah, ja, plus 2, ne? Ja, stimmt, ja. Also, das fühlt sich wirklich nicht viel. Aber er wusste halt nicht, dass wir naja, Dinge spielen. Ja, klar, genau. Okay, dann sind wir wieder in dieser Situation. So, mal gucken. Hat er jetzt sogar noch Focus Blast? Wenn ja, dann tschüss. Wir machen dem halt nichts. Bringt eigentlich nichts, drin zu bleiben. Nö, wir machen dem auch nichts. Tja. Also Avalanche macht 28 bis 34. Grumpig haben wir gesagt, das Max HP probably. HP, ja, ja. Und Avalanche macht maximal 34. 34, genau. Ja. Natürlich. Lol, der Rapid Spin macht ja Damage. Ja, das ist eigentlich unfassbar. Ja, der Rapid Spin macht einfach fast so viel wie die Avalanche. Nur die Hälfte oder so. Es geht voll. Der Body Press. Das ist jetzt eine ganz schön doofe Situation. Wollen wir Recover drücken? Focus Blast killt uns nicht. Er kann den missen. Einfach wobei, nur gehen, um zu scouten. Warte mal, wobei, wir gehen in Citrobeere ja rein. Warte mal, wir gehen ja in Citrobeere ja, rein. Das heißt, Problem. Warte, das, auf was kommen wir denn dann? Wenn er jetzt, weil Focus Blast überleben wir, wir überleben auch einen Power Gem. Natürlich, Power Gem ist ja nicht mal Tuit. Dann kommen wir auf, wenn er jetzt hier 63 wegzieht bis 74 und triggert die Zeit. Könnte halt auch modest sein, ne? Der ist probably modest. Dann lass ihn mal ruhig modest sein, dann tanken wir das immer noch. Weil ich weiß nicht, ob wir den Power Gem dann noch tanken. Power Gem. Nee, dann ist der Power Gem schon eine Roll. Dann ist die eine Roll, ja. Ja, 50%. Können auch ein Pelosand rein. Ich würde halt erstmal gucken, was er macht, weil wenn wir jetzt zum Beispiel Recover drücken, dann sind wir wieder auf voll mit Citrobeere. Ja. Ja. Und dann je nachdem, was er macht, weil wenn er jetzt Power Gem drückt und dann sehen wir auch den Schaden vom Power Gem beispielsweise. Mhm. Ich würde Recover drücken. Ja, dann drücken wir Recover. Das bringt uns aber gar nicht weit, weißt du? Ja, wir können ja damit ein bisschen gucken. Wir sehen, ob er modest ist. Also, je nachdem. Also wir tanken. Ja. Wir werden ja eh wieder auf volle Leben dann halt eben kommen. Ja, aber unsere Citrusbeere wird dann komplett gewastet. Für was willst du die dann noch haben? Wir können auch einfach einmal Avalanche und dann Recover spammen. Und wenn er jetzt einmal Focus Blast drückt, dann müssen dann wir... Dann ist das auch nicht schlimm. Dann ist ja Pelosand trotzdem der Play. Ja, dann wäre Pelosand, natürlich. Dann wäre Pelosand der Play. Okay, ja gut. Let's go Avalanche. Also die haben okay, 48, drin. Krass. Okay, das ist natürlich dann... Das ist hier so. Modest ist das. Ist aber egal. Dann wäre jetzt die ja. Queen, was? Dann können wir den jetzt raushauen. Oder willst du Avalanche drücken? Also, wenn wir in die Queen gehen, haben wir zwei Pokémon, die komplett angehittet sind. Ja, komplett so angehittet sind. Lass uns Avalanche drücken, nur oder? Avalok angehittet. Ja, ich würde auch sagen, lass uns einfach Avalanche drücken, weil dann wäre der weg und. Achso, ja, ja. Wir könnten auch Recover drücken. Ja, natürlich könnten wir auch Recover drücken. Aber das hat kein Problem. Dann hätten wir halt nur Angst um Power Gems Roll. Ja, genau, das ist das Problem. Warte, wie viel macht Power Gem auf die anderen?
Also Power Jam. Schauen wir rein schon. Ja gut, Palossand. Ach scheiße, das ist auch wieder 50% ich meine aber auf die, für Shadow Ball. Dann, ah, Power Jam macht 44 an Zangomax. Power Jam macht an Manectric. Zangomax können wir nicht anschieben, das ist das Problem. Das auch, wir könnten halt Manectric gehen und overheaten. Weil Overheat mittlerweile killt. Weil, keine Ahnung, wir können halt wirklich Avalok noch keepen und Manectric sehe ich halt nicht so wichtig an, wenn die halt das Swanna nicht haben, weißt du? Klar, ja. Manectric bringt halt den Speed natürlich dann mit, aber sehe ich schon. Das. Ist halt gerade das schnellste Pokémon auf dem Feld, probably. Nach Persian Alolan, never mind. Ja, wir können halt einmal, wir können halt da, wir dien ja nicht, wir überleben ja alles. Willst du nicht einmal Avalanche drücken? Danach ist aber unser Avalanche tot. Aber für was willst du, Golurk gegebenenfalls, kann man das haben? Ja, um überhaupt zu spinnen. Was haben wir für Queen? Queen wäre cool für, ja, also, ganz ehrlich. Avalanche ist halt noch gut gegen das ganze gegnerische Team. So, und ja, und die Queen, überleg mal. Queen ist, gut gegen Weezing, gut gegen Golurk und gegebenenfalls gegen Fletchinder. Weil wir überleben Power Jam into Shadow Ball, glaube ich, mit Palossand. Ja, überleben wir. Ja, überleben wir, aber das wäre danach richtig angechippt. Ich würde eher Manectric gehen. Okay, das sehe ich auch. Ich hätte jetzt halt persönlich gesagt, vielleicht lieber Palossand, aber. Ja, ich denke halt, wir brauchen Palossand A noch für den Toxic. B hat es halt. Ja, es hat halt einfach noch den guten Use mit Toxic und dieser Psychic für hier Dingens Galar Weezing. You know what I mean? Ja, und ich weiß, was du meinst. Ich brauche gar nichts mehr. Manectric wird halt erst dann cool, wenn Golurk weg ist. Okay, dann lass uns einfach auf Manectric gehen und Overheat drücken. Ja. Dann, okay, dann lass uns das so machen. Okay. Lol. Ja, Recycle ist. Recycled. Dann, das ist gut für uns. Das ist doch voll in Ordnung, oder nicht? Ja. Wenn wir jetzt Switch Root drücken, dann kriegt er seinen nächsten Move noch raus. Das wäre nicht gut. Nee. Ja. Jetzt überlebt er aber die Overheat. Man muss riskieren. Thunderbolt drücken. Wir gehen auf Golurk, wir gehen Switcheroo. Junge, das ist ja. Das ist total gefährlich gewesen, dass er Recycle halt drückt, Mann. Das ist so. Weil Avalanche könnte ihn halt jetzt noch killen, so deswegen, das ist nee, total. Avalanche hätte ihn nicht gekillt, wenn er uns nicht angreift. Scheiße, Avalanche, kacke da, ja, wenn er angreift, meine Fresse. Das war ziemlich klug von ihm. Ja, das stimmt. Hm. Ich glaube, Switcheroo wäre jetzt halt sau risky. Ich würde auch mal Thunderbolt drücken, oder? Aber ich glaube, Switcheroo ist halt unser. Switcheroo würde uns halt am meisten bringen, wenn er in Golurk geht. Das macht der doch nicht jetzt, oder? Was meinst du? Der wird halt nicht mit Switcheroo rechnen, weißt du? Und das stimmt auch. Aber dann sehe ich schon wieder in ihm, dass er dann damit nicht rechnet. Er denkt sich einfach so: Ja, gut, dann. Overheat tanke ich ja, warum sollten sie auf Thunderbolt gehen, wenn ich Golurk habe? Und dann tanke ich halt eben locker das Ganze und dann mache ich den halt Ultra Damage rein. Ich hab Switcheroo gedrückt. Oh, danke schön, ey. Dankeschön. Dankeschön. Let's meine go. Fresse. So, jetzt hat er die Choice Bags. Jetzt wird's interessant. Wir haben die Coverberry von ihm geklaut. Die Coverberry, das ist cool für Persian Alola gegebenenfalls. Ja, ist auch gut für Zangoose. Ja, gut, klar. Also die Coverberry bringt Manectric nix. Aber wir können die Culver Berry wieder einem Pokémon von ihm rüber traden. Ja. Was gut ist. Ja, jetzt können wir in Palossand. Oder sogar in Avalok. Weil der ist ja gelockt jetzt. Hard Avalok gehen? Ja. ich denke, er wird halt nicht jetzt halt Eier rausholen und Stonehenge oder so drücken. Ja, ja genau. Jetzt. Switch kann ich. Switch kann ich mir vorstellen. Ja, ich auch, ja. doch, er hatte Eier. Er hat echt den Dynamic Punch raus. Das ist aber okay für uns. Wir können ja, okay, das stimmt. Ja, gut, klar. Ja, gut.
Wir können sogar in Toxic Bitch gehen. Bist du behindert? Alter, wir können sogar in Toxic Bitch gehen. Meinst du nicht? Dynamic Punch. Junge, wenn er jetzt nämlich damit rechnet, wir gehen auf Pillow Sand. Ich bin jetzt richtig durch. Alter, Junge, die Shipmon League macht aus mir einen ganz komischen Menschen, ich sag's dir schon. Ich hab schon angefangen, auf der Straße Leute anzuspucken, nur weil ich in der Shipmon League einfach verprügelt werde. Alter, ich schwör dir, aus mir wurde ein ganz anderer Mensch hier gemacht. Ich bin so crazy jetzt. Oh. Oh Mann, ey. Ja, aber die gehen ja probably in Persian, ne? Ja, kann ich mir auch vorstellen. So Buddy Press mal drücken. oder meinst du, er ist halt wirklich so, drückt jetzt weiter Dynamic Punch? Ich hasse es zu predicten. Können wir einfach nach unserem Bauchgefühl bitte spielen? Können wir das bitte machen? Wir können auch in Manectric gehen. Er setzt jetzt einfach weiter Dynamic Punch ein. Ich sehe es doch schon wieder, ey. Meine Fresse. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn er weiter mit. Wobei, der braucht das Pokémon halt auch nicht, ne? Ja, er könnte es auch wegwerfen. Was ist, wenn wir jetzt. Das Ding ist. Nee, dadurch, dass Avalok jetzt angechippt ist, haben wir nichts mehr gegen Persian Alola so ziemlich, ne? Sag nicht so. Doch, das ist jetzt auf 5. Dann können wir. Wie viel macht Manectric gegen das Teil denn? Das killt das. Aber ist langsamer. Ist langsamer, ja, aber mit was will er uns killen? Wenn wir jetzt das Manectric einfach am Leben behalten. Wie viel wird dann Manectric von Choice Bags Dings kriegen? Choice Bags Dynamic Punch. Achso, wie viel er. Golurk. Ah, ne, ist. Dynamic. 71 bis 84. Ja, das ist ein Chip, den wir nicht wollen. Nee. Aber andererseits, was macht Persian Alola? 30. Das ist also. Also 60. Du musst ja. Nee, ich danke. Ich meinte gerade, was macht Persian Alola und so ein Manectric? Mit Dark Pulse. Ja, genau. Achso, Dark Pulse. Der Dark Pulse, der macht. Wenn die Persian Alola. 46 bis 55. Nest, ja, 40 bis 45, wenn die plus 2 sind, ist es ein potenzieller Kill. Es ist ein Roll, genau. Ja. Ich würd Manectric jetzt vor allem für Persian und Lola einfach drin, also wirklich am Leben halten. Wir haben aber keinen Specs mehr, das musst du mit einladen. Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt. Aber gehen wir jetzt mal Specs. Das killt trotzdem. Ja. Ja, aber die Volt Switch nicht. Nee, das stimmt. Der Thunderbolt aber, ja. Sogar ziemlich safe. Ja. Könnten halt auch in Manectric und dann einfach Overheat drücken. Also können die halt... Die ja, aber ich würde jetzt hier nicht in Manectric reingehen. Ja, aber wir können auch nicht... Wir verlieren das Game, wenn wir nicht in Manectric reingehen. Verstehst du das? Was? Okay, ich erkläre es dir nochmal, weil du kannst mir gerade nicht folgen. So, absolut, wir nicht. Angenommen, wir gehen jetzt in Palosand, die gehen jetzt in Persian. Persian drückt dann Nasty Plot. Genau. One-hitted unser Manectric. One-hitted unser Toxic Bitch. One-hitted unser Cool Bitch. One-hitted unser Queen of Bitch. Wenn wir nicht in Manectric gehen, haben wir es einfach verloren. Ja, okay, weil sonst, also, was soll Avalok jetzt noch groß machen? Hätte ich halt gesagt, jetzt einfach Buddy Press drücken und dann halt zum Beispiel, je nachdem, wenn er jetzt in Persian Alola geht, haben wir halt Damage gemacht. Oder Recovern oder gemacht. So. Ich glaube, Recover wäre das Beste, was wir machen können. Genau, zum Beispiel, weil ich sehe nicht, dass wir, weil wir brauchen unbedingt Manectric für Persian Alola. Also, wenn er jetzt wirklich dann meint, auf einmal drin zu bleiben, dann nimmt Manectric so viel Schaden und kann in Return nicht machen. Ja, du hast recht, ich glaube, wirklich drin bleiben. Weil Avalok, was macht Avalok noch? Das okay, also Recover sagst du? Oder Body Press für den Chip? Das ist jetzt nämlich die Frage. Wenn er drin bleibt, dann ist das halt egal, weil dann wäre er natürlich weg.
Warte, ich kalk eben was. Oder, na, oder also der Quick Attack von Zangoose macht 28. Wenn ja, wir von ja. Everlock einen Body Press drauf kriegen, ist das Persian Alola weg. Nach dem Quick Attack Save. Sogar eine Roll, dass er direkt okay, weg krass. Ist. Okay. Dann müssen wir jetzt ja. Body pressen. Ja, gut. Ja, let's go. Gut, okay. Alles klar. Das nehmen wir. Schon mal. So, dann geben wir jetzt ein Pelosan und drücken Toxin. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Ja, und wir müssen jetzt treffen, weil sonst war es das. Okay, krass. Oh, krass, okay. Aber was hat er denn groß gegen uns? Wenn wir jetzt, Alter, wenn er jetzt so Double-Bluff-Scheiße macht, ne? Drücken und wenn er jetzt, Psychic? Drücken wir jetzt Psychic? Boah, wenn er jetzt auf Persian Alola geht, ne? Ich schwöre dir. Ich würde gerne jetzt auf Psychic drücken. Ich würde nach meinem Gefühl jetzt halt eben gehen. Ich denke nicht, dass er mit Psychokinese rechnet, ist das Ding. Könnte ich mir auch schon denken. Ansonsten, was macht das Weezing denn gegen unser Zango? Dafür brauche ich eben ein Set hier. Oder? Ja, ich brauche ein Weezing-Set, aber die haben leider keine vernünftigen Alola-Weezing-Sets. Also angenommen ist ein Spedef-Weezing. Plus Spedef. Dann machen wir mit Pedosand 35 bis 40. Mhm. Mit Zango halt 88 bis 104. Er könnte jetzt natürlich. Ja, nee, wobei. Wir können ruhig. Queen of Bitches männlich. Ich riech schon fast. Ja, ganz ehrlich, ich würde nach dem Bauchgefühl gehen, ich würde Psychic drücken. Ich sag's dir aber, ich will aber nicht gleich derjenige sein, der dann, weil er wechselt auf Persian, dann halt eben die Scheiße gemacht hat. Aber ich. Ganz ehrlich, es ist alles möglich. Dann meint er jetzt halt eben, auf Persian Alola gehen zu müssen, weil das so doubled und das ist halt doch wieder. Das rieche ich doch schon wieder. Wenn er Persian Alola geht, dann müssen wir. Das ist alles so kacke. Das ist wirklich richtig blöd. Ja, ich glaube, Psychic ist das. Ja, ich glaube, wir müssen Psychicen. Okay, ich gehe auf Psychic. Okay, er bleibt drin. Schön. Das ist okay, das macht echt weniger Damage, als ich erhofft habe. Aber das heißt, jetzt könnten wir in Zango gehen. Oder wir drücken jetzt Toxic, weil auf Persian geht. Oh, ja. Oh. Das sehe ich tatsächlich auch. Ich höre mich auch. Komm, drück Toxic. Let's go. Komm schon. Okay. Ah. Warte, stopp. Okay, warte. Ja, bitte halt mich davor hast auf, du ja. Hast du Andu? Okay. Wir denken kurz nochmal drüber nach. Was könnte alles passieren? Also, es gibt, Galar Weezing irgendwie Recovery außer Painsplit? Nicht, dass ich jetzt gerade wüsste, ich guck mal ganz kurz nach. So, Painsplit, ne? Sieht bisher dann noch aus. Ja. Er hat Horter und Verzehrer. Ja, aber. Nee, also langsam kommt halt wirklich alles in Zango Range. Mhm, das ist das Gute. Ja. Absolut korrekt. Also, Weezing ist in Zango Range, Grumpig ist in Zango Range, Golurk hat jetzt halt kein Dings mehr. Eine Colberberry. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob der damit dann Zango Range ist. Das müsste ich nachgucken. Ja, tatsächlich. Ist eine Roll. Da wollen wir auch noch ein bisschen Damage drauf kriegen. Ja, ja. Das heißt, wir brauchen Pelosand noch. Ja, Pelosand sollte nicht weg. Aber was, wenn die jetzt Shadow Ball drücken, wir dann auf 40 sind, dann recovern müssen und er dann in Persian geht? Genau. Mhm. Wenn wir jetzt Toxiken, weißt genau, du? Genau. Ich würde jetzt Toxin sogar fast drücken, oder? Weil, also. Ich hab dir gerade gesagt, wenn wir Toxiken könnten wir unser Dingens verlieren. Ja, natürlich, das könnten wir. Ja, ja, ich gehe halt nur danach, was ich in mein Gefühl habe. Ich überlege gerade, weil wenn die jetzt in Persian gehen und wir das Toxiken, gewinnen die nicht trotzdem mit Persian jetzt das Game, wenn die Nasty Pot drücken?
glaube ja, wenn sie einen SC-Plot drücken, dann sind sie weg. Ja, wenn sie Nest. Egal, ob wir den toxinisieren oder nicht. Ja, SC-Plot und ist weg. Könnten auch einen Manectric gehen. Also jetzt nochmal quasi. Ja, jetzt einfach direkt in Manectric gehen. Weil da, wir kriegen vom Shadow Boy jetzt auch nicht die Welt. Denkst du Manectric? Ich denk Manectric. Du dummer Flamethrower, das ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung, klar. Warum drückt der Flamethrower? Dachte er echt, wir gehen auf Zengo. Der dachte, wir gehen auf Zengo. Aber wieso geht der dann nicht in Persian? Ja, dann hätte er auch. Ach, naja. So. Könnten jetzt einmal overheaten. Overheat. Zum Beispiel. Wir können Overheat einmal drücken. Wenn er auch rausgeht. Ja, warum nicht? Wir können auf Overheat gehen. Wobei, wir sollten erstmal kalken, wie viel unser Manectric dem überhaupt mit Thunderbolt machen würde. 75 bis 89. Wenn das Bedef ist. Wenn das Bedef ist, da gehe ich mal ganz kurz. Dann macht die Overheat 50 Max. Ja. Stimmt. Und der Thunderbolt killt aber auch nicht. Nee. Toxic, haben wir Toxic überhaupt schon revealed? Haben wir noch nicht revealed, ne? Nee. Haben wir nicht. Doch, haben wir. Gegen Weezing. Haben wir es gegen Weezing? Ach doch, ja. Ach nee, das war ja auch ja, mit. Scheiße. Nee, stimmt. Weiß das heißt, wir wissen das ja schon. Ja, wir dürfen halt Manectric nicht weiter chippen. Weil jetzt. Mm-mm. Jetzt hängt das den Dark Pulse nur noch ganz knapp. Fuck, ey. Also der Safe Play wäre jetzt auf Voltswitch zu gehen. Voltswitch zu gehen, genau. Dann in Queen of Bitch. Bitte wenn jetzt die, nicht wenn Golok. Wenn die Golok gehen, gehen wir ja trotzdem dann auf Queen. Dann gehen wir Queen, genau. Okay, die. Schön, ja. Okay. 30%, 30% haben wir auch hier gesehen gehabt. Das heißt, die sind Spedef anscheinend. Ja, Flamethrower. Ja. Die sind Spedef anscheinend. Ja. So. Ich mag jetzt wieder nicht die Situation. Wenn wir jetzt, genau, richtig. Das ist nämlich die Überlegung. Ich mag die Situation jetzt schon wieder nicht. Wie viel haben die nochmal gemacht mit Shadow Ball gegen Queen of Bitch? 34%. Das wäre halt dann schon riskant, wenn wir jetzt Toxin drücken. Der bleibt drin, drückt Shadow Ball, dann kriegen wir 34%. Wir heilen uns hoch für wie viel nochmal? Wie viel kriegen wir nochmal durch Leftovers dann? Leftovers gibt 6, irgendwas Prozent. Ja. Wir müssen eigentlich Shore upen, ne? Hätte ich auch gesagt. Wenn jetzt Persian geht, komm bitte nicht. Bitte nicht. Gehen wir kurz durch. Was, wenn er in Persian geht? Was machen wir dann? Dann haben wir ein 100% Palo-Center drin, womit wir erstmal gezwungen sind, Shadow Balls zu drücken, weil es halt das einzige Instant-Damage ist, was wir haben. Genau. Hm. Und der Shadow Ball, der macht auch 22 bis 26. Das ist schön, weil dann sitzt der gegebenenfalls irgendwie auf so was 43%. Wie viel macht Quick Attack nochmal oder so? Oder 28 bis 33. Müssten zwei Shadow Balls rauskriegen. Ja. Ah, das klappt alles vorne und hinten nicht, ne? Der kann jetzt einfach in Persian Alola gehen, ohne irgendwas dabei zu verlieren. Da können wir jetzt auch theoretisch einmal Toxin drücken, dann hätten wir noch mehr. Also dann weißt du, weil wir dann. Heilen müssten Toxin wir uns. Toxin bringt dafür. Gar nichts. Ja, nee, weil heilen müssten. Shadow Ball bringt eigentlich auch gar nichts, weil der uns jetzt trotzdem killt, glaube ich, jetzt schon mit Dark Pulse. Oder? Ich gucke eben, ob der Dark Pulse schon killt. Ja, der killt schon. Der macht 60 bis 70. Aber. Nee, wir müssen jetzt Shadowballen. Weil, wenn wir jetzt Shadowballen, dann muss er auf Dark Pulse gehen.
Dann ist er gezwungen, auf Dark Priest zu gehen. Und dann haben ja, wir. Ja, stimmt, dann muss er auf. Ja, genau, stimmt, stimmt. Ja, dann drücken wir jetzt Shadow Ball, oder? Ja, dann gehen wir auf Shadow Ball, klar. Ja. Das ist dann das, was wir machen müssten. Der bleibt auf Flamethrower. Okay. Ja, weiter. Das ist gut. Jetzt müssen wir wieder kurz überlegen. Ich würde einfach weiter auf Shadow Ball drücken. Weil, wenn er drin bleibt, verliert er halt eben das Mon. Okay, so. Gut, dann kann er halt im nächsten Turn Persian reinwerfen. Sind die von ihm in der Shadow Ball Range? Wie viel hat die am Anfang gemacht? Was war das? 34 oder so, ne? Also sind wir dann schon mal raus. Ja, 34,2%. Ja. Wenn wir jetzt aber Shadow Ball drücken und das Weezing rausnehmen, geht er dann in Persian rein und gewinnt. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich Shore uppen, damit wir healthy sind gegen das Persian. Damit wir was tanken, genau. Ja. Ja. Ja, Shore up. Weil er kann es nicht riskieren, jetzt in Persian rauszugehen, weil er sonst. Oh, das ist gerade so ein geiles Game. Das ja, ist das ist so übel spannend Game. Halt, genau. Man weiß halt, also, ne, man, es gibt ist so viele Outcomes, so. Aber ja. Jawohl. Crittet uns, lol. Weiter Show up. Der Shadow Ball macht circa 40, ne? 40 bis 45. Und ja. Die Psychic sollte jetzt 60% machen oder so. Mhm. Wirklich weiter Show up? Ja, also stimmt. Dann, wenn wir halt dürfen ihn ja nicht killen. Wir dürfen genau. Ihn ja nicht killen. Ja, alles klar. Ja. Außer er will es halt eben jetzt dafür, genau. Okay. Das ist in Ordnung. Weil er, genau, jetzt könnten wir Psychic drücken, Psyche. Theoretisch. Genau. Jetzt können wir Psychic drücken. Oder? Warte, kurz nachdenken. Nee, können wir nicht. Warum nicht? Wenn er jetzt. Wenn wir jetzt Psychicen und er drückt Shadow Ball gegen uns. 34 kriegen wir, beziehungsweise dann wieder. Also minus 28 sozusagen wegen Leftovers. Ja. Persian macht nochmal wie viel? Das gucke ich jetzt wahrscheinlich auch schon wieder das siebte Mal oder so. Wir können jetzt Shadow Ball drücken, Bro. Wenn wir jetzt Shadow Ball drücken, können wir das Ding wieder anschippen. Und er könnte jetzt halt rein theoretisch in Persian gehen, weil er denkt, okay, jetzt psychen die, um uns zu killen. Ich glaube, Shadow Ball ist jetzt stimmt. Der Play. Weil Shadow Ball killt okay, ja. Nicht. Ja, ja, okay. Alles, was jetzt nicht gilt, ist ziemlich der Play. Wir könnten alles machen. Die könnten jetzt auch Pain Split gehen. Natürlich, können auch Pain Split drücken, ja. Würde nicht mehr der Psyche gehen. Okay. Geil. Das ist perfekt. Geil. Sogar noch ein Drop. Sogar noch ein Drop. Das ist so, das ist so gemein. Oh, das Gott. Ist so gemein. Aber das kommt gerade so gut eigentlich. Das kommt so gut. Direkt noch mal ein Shadow Ball hinterher. Ja. Oh. Oi. Halt. Ich will. Oh, das ist schon wieder echt. Also, er kann uns gerade nicht killen mit nix. Nein, eigentlich nicht, außer er crittet. Oh, außer er Specs. Okay, U-Turn. Jetzt wird's interessant. Was willst du gehen? Hä, hey, was will Fletchling? Denn von... Hä, hey, es will doch gar nichts von uns ein Shadow Boy abkriegen. Hä, wieso U-Turn der denn? Weiß ich nicht. Also wirklich, keine Ahnung. Okay, Weezing. Okay, Weezing. Psychic? Das ist bei Painsplit, oder? Das Persian braucht nochmal, warte mal, ich muss kurz mal gucken nochmal. Quick Attack, also wir müssen den irgendwie auf 28 zurück, oder circa auf, am besten wäre halt, wenn wir noch einen einzigen Shadow Ball auf ihn auf jeden Fall safe rauskriegen. Und wie managen wir das am besten? Hm.
Er könnte jetzt halt, wie gesagt, natürlich Pain Split drücken, das wäre doof. Dann würde er sich da wieder hochknallen. Dann wären wir wieder auf irgendwie was mit 70 oder sowas Prozent. Ja, ich glaube, aber ich glaube, Shadowball ist eigentlich trotzdem eine Play. Ja, weil sonst können wir noch Shadowball einfach weiter drücken. Theoretisch, genau. Wir müssen uns jetzt nur noch so healthy halten, dass wir einen Dark Pulse überleben. Genau. Das reicht ja. Ja, okay. Ja, okay. Er geht Pain Split. Ja. Oh. Schon wieder ein Drop. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Jetzt mal no joke. Was ist das denn? Jetzt, weißt du, das war schon auf Persian halt so stark. Und dann auch noch jetzt hier wieder direkt. Wir müssten eigentlich nochmal Shadow ballen. Alles andere macht halt keinen Sinn. Einfach weiter Shadow ballen, ja. Ja. Sehe ich wohl. Wenn halt ein Persian geht, haben wir ihn halt in der Range, in der wir genau, ihn, ja. Komm, okay, ja. Wait. Wie haben wir denn 27 gemacht? Mit dem Shadow Ball, mit dem ersten, hat er gecrittet? Er kriegt keinen Drop, weißt du? Er kriegt halt einfach gar keinen Drop. Er kriegt überhaupt keinen Drop vor. Wollen wir Chore abdrücken? Heilen? Ja, müssen wir. Ja. Okay. Ja, jetzt hat er den Drop. Ja, gut. Ja, irgendwann musste der ja auch kommen. So, da hat er das jetzt. Das ist jetzt ziemlich blöd, weil Shadow Ball wird jetzt wahrscheinlich KO'en können. Deswegen können wir jetzt hart in Sengo gehen. Shadow Ball kann nicht KO'en. Aber ja. Ich sehe aber eher hart in Manectric gehen. Oder Manectric. Gut. Manectric ist doch besser und dann Overheat. Ja, doch. Manectric können wir auch einfach hart reingehen. Stimmt. Flamethrower, ja, gut. Da war es auch das absolut bessere. Jo. An Overheat. Ja. Wobei, wenn er drin bleibt. Schön. Damage, den man gerne mitnimmt. Jetzt muss er sich für eine Attacke. Dynamic Punch, theoretisch, ne? Können er sich jetzt entscheiden oder so. Oder Earthquake wäre wahrscheinlich das Beste, was er machen kann. Ja, Earthquake wird er wahrscheinlich jetzt gehen. Eisbunch ist zu gefährlich. Das wäre mega gefährlich. Wir müssen eigentlich drin bleiben. Um zu scouten, was er macht. Oder so, mein Gott. Wir brauchen jetzt Manectric eh nicht mehr. Der hat, der hat das jetzt schon ziemlich gut gemacht, ja. Ja. Wir haben alles gut in der Range dann. Ja. 37, schön. Geht auf Toxin, okay. Jetzt können wir in sein Goose gehen, for free. Ist klar. Jetzt ist halt ganz schön eigentlich. Oder wir spammen jetzt Overheat durch. Beziehungsweise drücken jetzt Thunderbolt sogar. Eigentlich, woran macht das überhaupt? Weil der ist auf Toxic gelockt. Genau, ist auf Toxic gelockt. Der müsste jetzt halt eben switchen. Aber wir drücken auf Volt Switch. Volt Switch hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, nice. Oder meinst du, er bleibt drin, weil er weiß, es wird. Volt Switch wäre aber voll nice. Das wäre jetzt so richtig schön, ja. Ja, wir drücken einmal Volt Switch. Das können wir uns ja leisten. Können wir uns ja leisten. Ob wir jetzt 12% mehr oder weniger damit schaden, ist egal. Was ist das für ein Match auf einmal? Yo, was ist hier los? Das ist ein crazy Game. Ja. Hätte ich jetzt echt nicht damit gerechnet, dass sowas noch passiert. Okay. Meinst du nicht, dass wir jetzt... Er ist ja nicht Speed. Wir könnten jetzt wieder einfach in die Toxic Bitch halt natürlich reingehen. Mhm. Throw Chop killt ihn doch. Ja, aber danach gehen die halt in Persian, ne? Persian kriegt ja fast gar nichts, stimmt ja. Ja gut. Ja, stimmt, wir verlieren nichts, wenn wir in Fassade drücken. Weil wenn er auf Golurk dann geht und so, drücken wir einfach im nächsten Turn Pro-Chop und dann tschüss. Ja, aber wenn er das Grumpig sterben lässt und danach in Persian geht,
Was machen wir dann? Der ist ja noch nicht in der Range, wo dann wir ihn haben wollen. Ist das doof. Ich würde jetzt am liebsten halt im Manectric bleiben. Ja, irgendwie schon. Er ist halt getoxic, was auch ein bisschen doof ist. Ah. Ja. Wir können halt auch Sengo gehen und uns den Kill jetzt claimen. Wobei, wenn sie auf Persian... nein, oder? Wenn sie auf Persian gehen... Persian... Der hat... Ach, 38 habe ich falsch gesehen. Ich dachte, der hätte 30% HP. Fuck. Weil sonst hätte Quick Attack eine Roll gehabt. Ja, ich weiß. Aber 38 habe ich jetzt... Scheiße. Wobei, wir überleben ja einen Move. Ja. Aber danach haben wir verloren. Wenn die den Move rauskriegen auf uns. Ja, das stimmt wohl. Ja, würde ich aber trotzdem, dann würde dir das jetzt gleich... Dann, ja gut, aber okay, dann... Ich glaube, da haben wir jetzt das Beste daraus. Pelos Giant ist gerade leider nicht in der Range. Ja, wir haben es versucht. Schade. Ja, ich wollte gerade sagen, am Ende wurde es noch, halt noch ganz gut. Nee, Pelos Giant holt dann nichts mehr weg. Ja, ja, ganz ehrlich, dafür, dass es halt so kacke dann aussah, haben wir es doch ganz gut eigentlich gemacht. Ja, genau, jetzt geht er nämlich auf Persian. Oder killt uns jetzt nicht sogar irgendwie könnten Foulplay. Critten, ne? Wir könnten critten. Wir können auf Crit auch gehen, theoretisch, klar. Natürlich. Ja, machen wir. Ich meine, es gab noch kein doch, es gab einen relevant Crit von ihm. Mehr oder weniger relevant von ihm. Ja, okay, ja gut. Vielleicht hat er auch gar kein Foulplay. Vielleicht hat er das ja. Ja, aber auch Dark Pulse macht uns viel. Dark Pulse macht, warte, 46 bis 54. Mhm. Aber die nächste Poison nicht macht Specs. 18. Nicht Specs. Ja, die nächste Poison macht 18. Das stimmt. Okay. Oh, okay. Okay, dann ist der auf jeden Fall erstmal Evaluate. Nee, muss doch nicht sein. Aber wir sind auch nicht schneller, wenn der halt Full Speed ist. Also, wenn gehen er Full Speed ist. Gehen wir erstmal einen Dogbitch? Ja, den können wir eigentlich sacken, theoretisch. Ja. Was wollen wir noch mit dem? Bringt halt Speed, aber mein Gott. Ja, dann let's go. Overheat, schön. Super. Mhm. Eject. Ach, Eject Pack. LOL. Ist das Eject? Was ist das? Ich kenne das, das Item. Ist das jetzt Eject Button 2.0 oder was ist das hier, Alter? Ich kenne das Item noch gar nicht. Scheiße. Fluchttasche. Ist das Eject Button 2.0? Ist Digga, automatisch ausgewechselt, wenn seine Statuswerte gesenkt werden. Okay, cool. Okay, aber das ist jetzt Consumed, steht da, ne? Ja, und wenn er jetzt, ja, pass auf, wenn er jetzt in Persian Alola geht, was machen wir dann? Ja, das Gleiche, wir gehen in Sengo. Und gehen Quick Attack und hoffen zu critten. Ja, wir hoffen jetzt, dass mal ein Crit kommt, genau. Oh Mann, ey. Wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Wir können nicht mit. Also klar, okay. First Turn war halt wieder doof mit Juwelenkraft da, ne? Das ist natürlich echt kacke gelaufen. Nee, leider nicht. Dark Pulse, so. Das heißt, wir kriegen den jetzt weg. Außer er drückt der Zucker Punch oder so einen Schwachsinn. Hat er nicht. Wir drücken Quick Attack. Weil jetzt könnte er halt nochmal rauswechseln. Ey, wenn er jetzt switcht. Du aber Dreckiger. Eigentlich kriegen wir safe noch mit Sengo. Ja. Warte, stopp. Wenn der Fletchling geht. Warte, stopp. Gewinnen wir das nicht mit Pelosand? Nee, Pelosand tankt das nicht. Tankt doch kein Dark Pulse jetzt mehr. Dark Pulse macht irgendwie aber wenn er jetzt das Persian droppt, gewinnt doch Pelosand. Oh, stimmt. Theoretisch dann ja. Jetzt, wo du es sagst. Lol.
Wait. Jetzt geht er in Fletchinder da, ne? Genau. Ja. Dann gehen wir schon mal auf Quickadeck. Hat Fletchinder irgendwas gegen Pelosand? Nee, ne? Nicht, dass ich jetzt gerade wüsste, oder? Wait. Was ist das denn jetzt auf einmal? Oder wie viel macht zum Beispiel so ein Shadow Punch? Warte, outspeeden wir den nicht? Normalerweise hätten wir Speed. Hätten wir Speed, ja. Hätten wir Speed, ja. Überlegen wir kurz aus deren Sicht. Auf was würden wir Speed creepen? Wenn die haben 86 Base. 84 Base. Entschuldigung. 84. Auf ein 80er Base Pokémon, ne? Also Tengulis beispielsweise. Wenn sie auf ein 80er Base Pokémon Speed creepen. Machen wir, genau. Ach nee, wir sind aber nicht auf ein 80er Base Pokémon Speed creep. Das heißt, die sind schneller als wir. Stimmt. Mehr gut Attack. Ja. Er geht auf U-Turn. Mhm. Ich frage mich gerade, wie viel macht jetzt ein Dynamic Punch? Nicht Dynamic Punch, ein Shadow Punch von Golurk. Wir sind defensive. Ich glaube, wir können mit Shore Up da hochgehen. Mhm. Ja klar, safe. Gehe ich sehr stark. Vor allem, wir wissen, er ist nicht Iron Fist, er ist ein No-Guard. Was ist denn hier? Genau, er ist ein No-Guard. Wie? Oder ist es nicht und Dynamic Punch hat trotzdem getroffen. Er will uns ja probably toxicen. Ja, das wäre sein bestes Mal. Dann gewinnt er das aber, ne? Ja. Scheiße, der gewinnt das, wenn er uns toxikt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, das wird jetzt aber knapp. Wir müssen einmal Shore uppen. Wir müssen Shore uppen und danach drücken wir Shadow Ball. Genau, und dann Shadow Ball halt durch. Okay, das ist noch... Ja. Knapp. Okay. Jetzt geht's los. Also Fletchinder stirbt an einem Shadow Ball. Glaube ich, ja. Golden stirbt an einem Shadow Ball. Weezing stirbt nicht an einem Shadow Ball. Der stirbt aber an einem Psychic, probably. Wie viel macht die Psychic nochmal? Psychic macht... 40 oder nicht? Ja, irgendwie sowas. 37. Ja, okay. Kommt, na gut. Ja, der hat 37. Also 37 hat der das letzte Mal gemacht. Das heißt, die könnte killen. Wie viel macht Psychic auf Specs Golder, ist die Frage. Die wollen halt... Ich glaube, wir müssen... Also die predicten, glaube ich, Shadow Ball... Oh, das ist so schwer einzuschätzen gerade. Wenn die Shadow Ball predikten und auf Weezing gehen, sind die mit Weezing schneller und drücken dann Pain Split. Oh ja. Um Toxic Damage zu stallen. Genau, um Toxic Damage. Ich glaube, wir müssen jetzt Psychic drücken. Ja, doch, lass es Psychic drücken. Oder denkst du, so weit denkt er? Meinst du nicht, vielleicht, weiß ich nicht, ehrlich, das kann ich immer noch nicht sagen. Ich hasse sowas, zu gucken, ob der Gegner so etwas mitdenkt. Ich hasse sowas, wirklich. Da verfresse ich mich immer in sowas. Ich kann das auch gar nicht einschätzen. Ich nehme mich auch nicht. Ich glaube, ich traue ihm. Warte. Traue ich ihm das so? Ich glaube, ich traue ihm. Ja, ich will jetzt auch nicht beleidigen oder sowas sein, aber ich will einfach überhaupt nichts bewerten. Bis jetzt hat er sehr selten sich Sachen getraut. Wobei, nee, der konnte ja auch nicht, weil er kein Foulplay hatte, ne? Mit Persian Alola. Ja, hat er, genau. Also gehen wir mal von aus, dass er es nicht hatte. Der hat sich aber auch das mit Persian Alola die ganze Zeit nicht getraut gehabt, ne? Nee, genau. Es ist eine 50-50, ob wir jetzt Shadow Ball oder Psychic drücken. Tja. Weißt du, okay, pass auf, ich mach das so. Pass auf. Erstmal zieh ich meinen gesamten Kabel hier raus, okay. Pass auf, wir fragen jetzt Alexa. Alexa? Lautstärke auf 6, damit man es erstmal hört. Okay. Erstmal müssen wir es ja irgendwie hören hier im Video. So, wie hieß es nochmal? Orakel Otto, genau. Orakel Otto, merken. Wir gucken jetzt, ob Psychic oder Shadow Ball, ne? Mhm. Genau. Alexa, frag Orakel Otto, ob wir Shadow Ball einsetzen sollen oder Psychic. Okay, er hat das nicht verstanden. Das ist ein gutes Omen. Das ist wirklich ein gutes Omen. Alexa, frag Orakel Otto, ob wir Shadow Ball einsetzen sollen oder Psychic einsetzen sollen. Orakel Otto, Alter, bist du laut. Psycho einsetzen sollen. So. Hast du noch eine Frage? Nein.
Okay. Ade. Scheiße. Nein! Jetzt, ach, der Scheiße, du dumme Bitch, Alter. Man mag dich. Und du sagst jetzt die ganze Zeit von wegen, gib das doch 5 Sterne, Alter. Du kannst nicht mal. Ja, dann nochmal Psychic. Nein! Ruhe! Du, ich will keine Scheiße. Empfehlung von dir. Ich will keine Empfehlung. Nein! Wobei, das ist nicht schlecht. Warte. Wir denken kurz nach. Wir denken ganz kurz nach. Dadurch, dass wir jetzt weniger HP haben, kriegt er durch Painsplit weniger HP zurück. Mhm. Kann er uns dann ausdollen damit? Ja, kann er. Das ist das Problem. Selbst jetzt wir kriegen jetzt schon 25%. Oh ja. Oh, dann. Drück Psychic, oder? Komm. Komm, Junge. Okay. Wir können splitten. Oh, killt jetzt nicht eine Shadow Ball sogar schon von ihm? Nee. Ja, weiter Psychic, was wollen wir machen? Dann haben wir jetzt halt 1-0 verloren. Können noch einmal noch für Show abgehen. Wenn er. Aber was drückt er? Jetzt wird er ja Shadowball, ne? Ich gehe mal davon aus, ja. Ja, scheiß drauf, Psychic. Oh, das geht auch schon direkt. Siehst du, das ist auch schon direkt. Okay, dann sind es halt 2-0. Ja! Dickes GG. Dickes GG, ja. Oi. Meine Güte, dieser Turn 1 Maskeregen floppt da, ey. Ich krieg mich nicht ein. Und dann, ich hasse es halt. Ich mag es nicht, halt eben darüber nachzudenken, wird der Gegner damit rechnen, wird er nicht damit rechnen. Ich mag sowas überhaupt nicht, weil es geht immer das Gegenteil dabei raus. Das wird sowieso nie das funktionieren, was man halt eben möchte. Wir haben zu viel in die Prediction predicted. Er hat nämlich ja, fast nie predicted. Ja, ich verhustel mich damit auch immer wieder und so. Das sind dann immer so Predictions. Man muss aber sagen, sogar hätten wir das mit dem Shadow Ball einfach direkt den Shadow mal. Ja. Ich kann jetzt nicht mal reden, ich bin so angestrengt. Hätten wir direkt Shadow Ball gedrückt, hätten wir nur 6% Dings Damage verhindert, nur 6% Toxic Damage. Das hätte am Ende nichts mehr daran geändert. Das Einzige, womit wir hätten gewinnen können, ist, dass sie gedacht hätten, die können das mit Golurk holen und wären rausgewechselt in Weezing. Also wir. Stimmt, dann wieder. Ja. Ich glaube, den Choke zu predikten war das Beste, was wir hätten machen können. Mhm, oder ein Crit. Ja, oder ein Crit. Hätten wir einen Crit bekommen, was auf den Psychic, ja, der dann noch eine bessere Roll gewesen wäre, dann. Wir haben schon gut Glück bekommen mit den Spedef-Drops, das muss man auch sagen. Muss man sagen, ja. Ja, ja, gut, okay. Dann ist das so jetzt ausgegangen. Mein Gott. Hat Sengo eigentlich einen Kill geholt? Ja, nicht nur ja, einen. Ja, stimmt. Ach, stimmt. Ja, perfekt. Ja, mehr wollten wir ja nicht. Ja, richtig. Das ist doch egal dann.